Servus und herzlich willkommen zur AHS-Probematura vom Jahr 2023. Hier vorab gleich wieder die Info, es steht auch dann direkt auf der nächsten Seite. Also diese Matura hat nichts mit der Matura zu tun, die jetzt im 3. Mai dann 2023 kommen wird. Es ist wirklich nur lediglich ein Übungsmaterial, das ich euch zur Verfügung stelle, das ihr kostenlos durchrechnen könnt. Ihr habt das Video dazu auf YouTube, das heißt, es ist alles im Prinzip völlig frei zugänglich. Es ist, wie gesagt, wirklich nur reines Übungsmaterial. Es ist nicht so, dass jetzt eine von diesen Aufgaben in irgendeiner Form dann tatsächlich bei der Matura kommen wird. Kann natürlich sein, ja, das wäre dann riesiger Zufall meinetwegen, aber prinzipiell ist es nicht so vorgesehen. Die Matura wird euch auch wieder, also diese Probematura wird euch mit ziemlicher Sicherheit auch ein bisschen schwerer vorkommen als so manche Matura, die man durchgerechnet hat. Vielleicht sogar deutlich schwerer. Das liegt zum einen daran, dass ich mich bemühe, nicht unbedingt jetzt die 0815 einfachen Aufgaben zu stellen, die vielleicht dann auch immer wieder zwischendurch bei der Matura vorkommen, weil da gibt es eh schon massigst Beispiele dazu im Aufgabenpool und Konsorten. Und zum anderen versuche ich auch immer wieder Fragen zu finden oder Fragestellungen zu finden zu Themen, die eben zur Matura kommen, die so vielleicht aber noch nicht gestellt worden sind. Und da ist es eben mein Ziel, Fragen zu stellen oder eine Frage so zu stellen, wie sie eben noch nicht gekommen ist, um euch eben hier neue Denkmuster, neue Ansätze, neue Ideen vielleicht dann auch noch einmal ein bisschen zu zeigen, die dann so vielleicht in Zukunft irgendwann dann auch zur Matura vielleicht einmal kommen könnten. Weil natürlich ist es irgendwann einmal begrenzt, was man alles fragen kann zu den einzelnen Themen. Also so gesehen ist es immer gut, wenn man da ein bisschen was Neues noch dazu bekommt. Seht es einfach als nettes Übungsmaterial. Ist auch ein bisschen Spaß dabei. Ich habe sehr viel von den Wünschen, die ich über Instagram sozusagen eingeholt habe, auch versucht einzubauen. Also nicht wundern, wenn dann Hannah Montana und Konsorten dann vorkommen, vielleicht bei der Matura. Liegt jetzt nicht unbedingt an mir, sondern es war halt der Wunsch, dass auch dazu vielleicht einmal eine Aufgabe kommt. Ich habe versucht, das so viel wie möglich einzubauen. Es gibt natürlich auch eine Probematura für die BHS. Auch die ist nicht uninteressant für die Leute für die AHS. Und genauso ist es hier jetzt bei dieser AHS-Matura so, dass es viele Aufgaben gibt, die auch für die BHS durchaus interessant sein können. Hier habe ich euch versucht, einen Überblick zu geben, welche Aufgaben für welche Schultypen relevant sind. Das unterscheidet sich hier ein bisschen. Es sind auch ein, zwei Kosten- und Preisstory-Aufgaben dabei. Die sind vor allem für ein Cluster W1 und W2 sehr interessant. Es gibt zu Vektoren etwas, da kann Cluster P und T1 und T2 mitmachen und so weiter. Also da gibt es dann ein paar Aufgaben, die für die BHS durchaus auch relevant sind. Manche sind inhaltlich schon auch sehr theoretisch gehalten, so wird es vermutlich bei der BHS nie kommen, aber wenn es interessiert, ist es auf jeden Fall vom Stoffgebiet an sich auf jeden Fall interessant. Ja, das mal zur Übersicht und dann starten wir gleich und schauen wir uns an, wie es zu diesen Aufgaben gekommen ist, beziehungsweise wie die Lösungen dazu lauten natürlich. Aufgabe 1, ein Klassiker, es geht um die verschiedenen Zahlenmengen. Wir suchen jetzt da die eine Aussage, die nicht richtig ist. Wir holen uns vielleicht kurz zur Erinnerung ein Diagramm dazu, wie es denn mit den Zahlenmengen aussieht. So, wir haben die Primzahlen. Um die Primzahlen herum sind dann die natürlichen Zahlen. So, da gehört eigentlich der Strich da in der Mitte, aber ist wurscht. Dann haben wir die ganzen Zahlen. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Menge. Wir haben dann in weiterer Folge die rationalen Zahlen, das ist Q. Das wird dann so gemacht. Dann gibt es die irrationalen Zahlen. Das ist eine ganz eigenständige Menge. Und drumherum gibt es dann zum einen die reellen Zahlen und um die reellen Zahlen herum sind dann die komplexen Zahlen. Das sollte man grundsätzlich sowieso wissen. Aber das nur noch einmal zur Erinnerung, wenn man sich das zur Not auch selber aufzeichnet, noch einmal bei der Matura, dann kann man solche Aufgaben natürlich noch deutlich einfacher lösen. Jede Primzahl ist eine ganze Zahl, das stimmt natürlich. Primzahl ist die Menge, die quasi die kleinste Menge, die man so jetzt ein bisschen hier reinbringen kann in das Ganze. Also das ist definitiv eine richtige Aussage. Jede rationale Zahl ist eine reelle Zahl. Das stimmt natürlich auch, weil die reellen Zahlen ergeben sich aus rationalen und irrationalen Zahlen.
Jede irrationale Zahl ist eine reelle Zahl, ist natürlich dann auch richtig. Jede ganze Zahl ist keine rationale Zahl, keine irrationale Zahl, so, damit wir es richtig ausbringen. Das ist natürlich dann auch richtig, weil jede ganze Zahl ist eine rationale Zahl und irrationale Zahlen sind die nicht rationalen Zahlen, also somit ist diese Aussage ebenfalls richtig. Jetzt kommen wir zu der Antwort, die wir ankreuzen dürfen, nämlich jede natürliche Zahl ist eine Primzahl. Das ist genau verkehrt rum. Jede Primzahl ist eine natürliche Zahl, aber nicht zwingend jede natürliche Zahl ist eine Primzahl. Denken wir an die Zahl 4 zum Beispiel, das ist eine natürliche Zahl, aber keine Primzahl. Jede reelle Zahl ist eine komplexe Zahl, das gilt für jede Zahlenmenge, die wir kennen, ist eine Menge, die, also beziehungsweise die Zahlen, die in dieser Menge vorkommen, sind automatisch auch komplexe Zahlen, weil einfach die komplexen Zahlen die große Klammer drumherum ist sozusagen. Schauen wir gleich weiter. Aufgabe 2. Wir dürfen eine kleine Formel aufstellen. Auf einem Flughafen landen täglich N Flugzeuge. P% dieser Flugzeuge müssen eine zusätzliche Schleife um den Flughafen drehen. Bei jeder Schleife werden x Liter Kerosin zusätzlich verbraucht. Entsprechend sollen wir jetzt den Gesamtverbrauch an zusätzlichen Kerosin aufgrund von Schleifen in einem Jahr in Kubikmetern angeben. Das heißt, hier werden wir uns einmal überlegen müssen, wir haben N Flugzeuge, die jetzt auf diesem Flughafen landen und von denen P%. Ja? Wichtig, P ist jetzt hier nicht eine Dezimalzahl, sondern eine Prozentzahl. Das heißt, wenn ich von N P% haben will, dann muss ich das mal P durch 100 rechnen. Dann weiß ich, okay, so viele Flugzeuge machen jetzt tatsächlich eine Schleife rund um den Flughafen noch einmal. Ja, und mit jeder Schleife kommen x Liter Kerosin dazu. Das heißt, das Ganze können wir mal x rechnen, dann wissen wir, wie viele Liter hier an einem Tag, ja, weil das täglich landende N-Flugzeuge insgesamt verbraucht werden. So, das Ganze soll jetzt aber über ein gesamtes Jahr sozusagen betrachtet werden. Das heißt, wir müssen das Ganze hier mal 365 rechnen. Dann haben wir den Verbrauch in Litern fürs ganze Jahr hier. Und nachdem wir das aber in Kubikmetern angeben sollen, wir dürfen nicht vergessen, Liter sind Kubikdezimeter. Das heißt, wenn ich von Kubikdezimeter auf Kubikmeter möchte, muss ich entweder durch 1000 dividieren oder durch 10 hoch 3, kann ich auch machen natürlich, oder ich rechne mal 10 hoch minus 3, das kann man hier natürlich dann auch tun. Und dann haben wir hier unsere Formel, mit der man sich den Gesamtverbrauch G an zusätzlichen Kerosin hier für eine Schleife in einem Jahr ausrechnen kann. Das dazu, das ist quasi klassisches Übersetzen von Deutsch auf Mathematik. So etwas ist natürlich auch immer wieder möglich. Was wir jetzt hier rausbekommen, als nächstes sind dann Soldatinnen und Soldaten. Da gibt es einen Bericht auf ORF.at. Derzeit sind 645 Soldatinnen bei der Truppe. Der Frauenanteil liege dabei bei 4,3%. Vor 10 Jahren waren es nur 350 Soldatinnen. Und das entsprach damals einem Anteil von 2,3%. Die Frage, die sich jetzt aufstellt, ist, um wie viele Personen hat sich die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten insgesamt hier in diesen 10 Jahren verändert? Das heißt, es geht nicht nur darum, um wie viele Soldatinnen sind es mehr geworden, das kann ich ja direkt hier rauslesen, sondern wir wollen jetzt natürlich auch wissen, wie viele Soldaten gab es insgesamt, also Soldatinnen und Soldaten zusammengerechnet. Und daher müssen wir hier jetzt natürlich hergehen und entsprechend uns ausrechnen, wie es denn um die Gesamtanzahl unserer Truppen sozusagen bestimmt ist. Dafür können wir jetzt da GeoGebra Taschenrechnen, also das ist jetzt nichts Spezielles, was jetzt nur eine bestimmte Technologie kann, sondern das kann der 0815 Taschenrechner genauso. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich das hier irgendwo hin platziere, wo man es auch schön sehen kann. Also wir haben hier zum einen eben die 4,3% von den 645 Soldaten, also die entsprechen 4,3%. Das heißt, wenn wir uns ausrechnen wollen, wie viele Soldatinnen und Soldaten gab es insgesamt, können wir die 645 durch 0,043 rechnen und dann erhalten wir hier genau 15.000. Das heißt, scheinbar aktuell haben wir 15.000 Soldatinnen und Soldaten. Von denen sind eben 4,3% weiblich und daher sind es 645 Soldatinnen, die wir aktuell haben. Und dasselbe Spielchen machen wir hier in dem Fall dann halt mit den 350. Das waren damals eben nur 2,3%, also 0,023.
Das sind hier in dem Fall 15.217 Soldatinnen und Soldaten. Ja, und die Differenz, wir wollen ja wissen, wie viel sich die Gesamtanzahl der Truppen sozusagen verändert hat, kann man sich jetzt natürlich ausrechnen. 15.217 oder wenn sie 218 nimmt, ist auch okay. Das ist im Prinzip völlig wurscht. Es geht hier ums Prinzip. Es geht nicht darum, ob man jetzt da diesen eine Person auf- oder abrunden muss. Darüber kann man diskutieren und philosophieren, wenn man möchte. Es geht aber ums Prinzip zu verstehen, wenn ich weiß, so und so viel sind so und so viel Prozent von etwas Gesamten, ja, dass man sich da die Gesamtheit dann entsprechend natürlich ausrechnen kann und dann die beiden Gesamtheiten miteinander vergleicht und hier die Differenz ausrechnet. Das heißt, wir haben in den letzten 10 Jahren quasi insgesamt sind es 217 Soldaten weniger geworden. Das ist hier sozusagen die Quintessenz, die wir hier rauslesen müssen. Also das dazu. Dann können wir direkt zur nächsten Aufgabe gehen. Das ist eine Aufgabe, die hat mir besonders Spaß gemacht, vor allem als mir die Idee dazu gekommen ist. Wir sollen jetzt hier die drei Skalarprodukte A mal B, A mal C und B mal C der Größe nach sortieren. Um das jetzt da hinzubekommen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Sagen wir es mal so. Wenn wir uns den Winkel zwischen zwei Vektoren ausrechnen wollen, ja, dann gibt es ja eine hübsche Formel, die steht in der Formelsammlung drinnen. Cosinus von Alpha ist gleich Vektor A mal Vektor B durch Betrag von Vektor A mal Betrag von Vektor B. So, jetzt ist es auf jeden Fall einmal so, dass Betrag von A plus Betrag von B, das wären je, also mal Betrag von B, das werden jeweils positive Werte sein. Der Betrag, eine Länge, ist immer positiv. Ja, das heißt, der Nenner ist hier auf jeden Fall einmal eine positive Zahl. Da kommt definitiv was Positives raus. Und die Frage ist jetzt da, wie verhält sich da der Winkel, je nachdem, wie die Vektoren dann auch aufgebaut sind und beziehungsweise wie ist der Cosinus überhaupt definiert? Und wenn wir uns daran erinnern, der Cosinus für Winkel zwischen 0 und 90 Grad. So, schreiben wir das anders. 0 bis 90 Grad ist der Cosinus, oder ist jetzt vielleicht nicht sehr mathematisch geschrieben, schreiben wir es noch ein bisschen anders hin. Also, für Winkel, die 0 Grad bis 90 Grad sind, ohne die 90 Grad selber natürlich, weil 90 Grad ist 0, Cosinus von 90 Grad ist 0, da ist der Cosinus auf jeden Fall größer als 0, währenddessen der Cosinus von Winkeln, die zwischen 90 Grad und 180 Grad liegen, da ist er kleiner als 0. Das heißt, wenn ich jetzt einen Winkel habe zwischen zwei Vektoren, der größer als 90 Grad ist, dann muss der Cosinuswert von diesem Winkel entsprechend negativ sein. Und damit das überhaupt negativ sein kann, müsste dann hier oben der Zähler in unserer Formel entweder positiv sein. Dann haben wir einen Winkel zwischen 0 und 90 Grad, weil wir positiv durch positiv dividieren. Und entsprechend hätten wir dann eben eine positive Zahl. Das heißt, es geht um einen Winkel, der zwischen 0 und 90 Grad hat. Oder das Skalarprodukt ergibt etwas Negatives. Dann haben wir in Summe in diesem Bruch negativ durch positiv ist etwas Negatives. Dann wäre der Cosinuswert negativ. Und entsprechend hätten wir hier dann die Option, dass wir einen Winkel dann bekommen, der zwischen 90 und 180 Grad liegt, weil eben Cosinuswerte von Winkeln, die zwischen 90 und 180 im Grunde bis 270 sogar liegen, sind kleiner als 0. Also das ist eine Option, dass man es über die Winkel direkt sozusagen betrachtet. Eine zweite Option wäre natürlich, wenn man sich einfach versucht, hier fiktiv die Zahlen herzunehmen von diesen Vektoren und entsprechend diese dann halt verwertet und schaut, ob da jetzt in Summe das Skalarprodukt positiv oder negativ ist. Wenn wir es jetzt einmal über die Winkel betrachten, a mal b, haben wir hier natürlich, das sehen wir sogar, haben wir einen rechten Winkel. Das heißt, hier kommt genau 0 raus. Wenn ich a mal b rechne, muss 0 rauskommen, weil die beiden einen rechten Winkel einschließen. Das heißt, das Skalarprodukt muss 0 sein. Das heißt, wir wissen, a mal b ergibt den Wert 0. Wie schaut es mit A und C aus? Dafür werde ich jetzt hier mal das C noch einmal gesondert einzeichnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch mal das C hinschreibe,
ich habe es jetzt verkürzt, damit ich da nicht in die Schrift reingehe, geht es um diesen Winkel hier. Der ist definitiv größer als 90 Grad. Ja? Also dieser Winkel ist größer als 90 Grad. Das heißt, a mal c muss auf jeden Fall was Negatives ergeben. Also hier kommt definitiv eine negative Zahl raus. Und wenn ich jetzt da b mal c betrachte, b mal c, da geht es dann um diesen Winkel, weil wir gehen ja von diesem Punkt hier aus in die Richtungen b und c und dann geht es also um diesen Winkel dazwischen. Der ist definitiv kleiner als 90 Grad. Und somit muss hier wiederum etwas Positives rauskommen. Und daher kann man jetzt natürlich die Sortierung dann problemlos angeben. Das Skalarprodukt mit dem kleinsten Wert ist a mal c. A mal b ist 0, das liegt dann in der Mitte und b mal c ergibt auf jeden Fall was Positives. Und somit hat man dann hier quasi die Sortierung. Was man, wie gesagt, alternativ machen kann, ist die Koordinaten dieser Vektoren auch zu betrachten. Wenn man jetzt dahergeht und sagt, okay, b, das wird auf jeden Fall eine negative x-Koordinate sein. Die y-Koordinate ist 0, weil der Vektor waagerecht ist. Ja? Der Vektor a, da ist es genau umgekehrt. Da haben wir als x-Koordinate die 0 und die y-Koordinate wird auf jeden Fall positiv sein. Ich schreibe das jetzt einfach mal mit y nur hin. Ja? Und beim c, da haben wir jetzt da, nachdem es nach links und nach unten geht, ist sowohl die x- als auch die y-Koordinate negativ. Ich schreibe es jetzt damit, wie machen wir das? Also xc, also minus xc sozusagen und minus yc, damit man da jetzt keine gleichen Werte, wenn ich jetzt hier wieder x und y schreibe, dann entspricht das ja dann den Werten, die ich bei den anderen beiden Vektoren verwendet hätte. Und dann kann man natürlich auch hergehen und versuchen, hier die einzelnen Skalarprodukte nachzubilden. Ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt da hier Vektor a mal Vektor b. Da wird also 0y mal x0 gerechnet. Ja, 0 mal x ist 0 und y mal 0 ist ebenfalls 0, kommt 0 raus. Passt. Wenn ich jetzt da hier a mal c rechne, dann haben wir hier a ist in dem Fall eben 0y und c hat eben sowohl bei x als auch bei y eine negative Koordinate. 0 mal minus xc ist 0, das fällt weg, aber y mal minus yc hat hier auf jeden Fall minus y mal yc, also es kommt hier definitiv eine negative Zahl raus. Ja? Und dasselbe Spielchen kann ich dann auch mit b mal c machen. Da ist es dann eben so, dass ich hier ein minus x 0 habe, mal, was haben wir gesagt, minus xc minus yc. Das heißt, minus mal minus ist plus. Das heißt, ich habe hier x mal xc und 0 mal minus yc fällt weg. Hier kommt definitiv eine Zahl raus, die größer als 0 ist. Hier kommt eine Zahl raus, die kleiner als 0 ist. Und die dritte ist dann ist gleich 0. Also auch so kann man es betrachten. Je nachdem, ob man jetzt das sozusagen über die Winkel gehen möchte oder über die Skalarprodukte dieser Vektoren, wenn man davon ausgeht, dass hier eben positive und negative Koordinaten vorkommen. Fakt ist auf jeden Fall, wir können jetzt da hier hinschreiben, a mal c ist der kleinste, dann haben wir a mal b und das letzte ist dann b mal c. Und somit sind wir glücklich. Nächste Aufgabe. Heißluftballon startet vom Ausgangsort A 00150, das heißt, er befindet sich in einer Seehöhe von 150 Metern, ja, weil Z-Koordinate ist sozusagen hier in dem Fall eben, um wie viel es rauf runter geht. Begibt sich geradlinig in Richtung des Punktes P mit 300, 400, 600, das heißt, er fliegt dann halt so schräg rauf auf gut Deutsch auf eine Seehöhe von 600 Metern und entsprechend da braucht er hier für 6 Minuten. Der Ballon hat seit dem Start 600 Metern an Höhe gewonnen, stimmt somit natürlich nicht, weil er startet bei 150, endet in einer Höhe von 600, also hat er wenn dann nur 450 Meter zurückgelegt an Höhe. Also die Antwort ist auf jeden Fall mal falsch. Als nächstes geht es jetzt um die Geschwindigkeit. Dieser Heißluftballon fliegt ja entlang eines Vektors sozusagen, ja, zwischen den Punkten A und dem Punkt P.
Das heißt, wenn wir uns die Länge von diesem Vektor ausrechnen, dann wissen wir, wie viel Weg er tatsächlich zurückgelegt hat, wenn er geradlinig entlang dieses Vektors fliegt. Und was wir dann machen können, ist, wenn wir wissen, wie viel Meter er zurückgelegt hat und er dafür 6 Minuten gebraucht hat, damit lässt sich dann natürlich die Geschwindigkeit ausrechnen. Das heißt, wir können hierher gehen. Tu das einmal weg. Also, wir brauchen hier einerseits einmal den Betrag vom Vektor. Das können wir hier so machen. Dann schreiben wir hier gleich hin, Vektor. Und dieser Vektor hat die Koordinaten. Was hat denn der für Koordinaten? 300/400/450. So, dann haben wir die Länge, die er hier zurücklegt, nämlich 672 Meter. Da braucht er 6 Minuten dafür. Ja. Das heißt, wir werden diese Zahl hier durch 6 dividieren und am besten, nachdem wir Meter pro Sekunde vergleichen sollen, mal 60 das Ganze auch noch gleich rechnen, damit wir es pro Sekunde haben. Wie viele Meter sind es pro Sekunde und nicht pro Minute? Weil wenn ich nur durch 6 dividieren würde, hätte ich Meter pro Minute, aber das kann ich dann noch nicht vergleichen mit den 1,87 oder was das war. Und in der Tat, es kommen gerundet 1,87 raus. Das heißt, hier haben wir definitiv schon mal eine richtige Antwort. Das heißt, der Ballon fliegt mit einer Geschwindigkeit von 1,87 Meter pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder ob da die Perücke wegfliegt, wenn man mit der Geschwindigkeit fliegen würde. Fragt mich nicht, ja, und das geht auch gar nicht. Ich habe jetzt hier einfach nur mal versucht, ein paar hübsche Fragen zu stellen. Der Ballon hat nach 6 Minuten eine horizontale Entfernung von 500 Metern vom Ausgangsort A zurückgelegt. Jetzt muss man natürlich hier ein bisschen 3D denken sozusagen. Ja, das heißt, im Prinzip haben wir eine horizontale Linie, wir haben eine vertikale Linie und dann erreicht er sozusagen hier die Höhe. Ja, das heißt, das ist X-Koordinate, das ist Y-Koordinate, das ist Z-Koordinate. Und die horizontale Entfernung, die werde ich jetzt hier in einer anderen Farbe machen. Die horizontale Entfernung ist quasi das nur, was er auf der Ebene, das war jetzt blöd eingezeichnet, das, was er hier in der Ebene sozusagen zurücklegt. Nicht, was er noch zusätzlich an Höhe auch noch dazu legt, sondern lediglich horizontal, wie weit ist er horizontal vom Ausgangspunkt entfernt, wenn wir das als eine Ebene sozusagen betrachten. Und somit haben wir hier, das ist ja ein rechtwinkliges Dreieck, ja, auch wenn es jetzt hier aufgrund der dreidimensionalen Zeichnung sozusagen natürlich verzerrt ist, aber das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, wir können hier direkt mit dem Satz des Pythagoras hergehen und sagen, 300 zum Quadrat plus 400 zum Quadrat ist gleich diese horizontale Entfernung. Und da kriegen wir dann, wenn wir die Wurzel draus ziehen, kriegen wir genau 500 raus. Das ist somit die zweite richtige Antwort. Also es geht hier nur um die horizontale Entfernung, ohne dass man jetzt die Entwicklung in der Höhe sozusagen auch mit betrachtet. Also quasi nur 2D. Und diese entspricht tatsächlich 500 Metern. Fliegt der Ballon vom Punkt P aus entlang des Vektors minus 300, minus 400, minus 600, also quasi genau das, was der Punkt selber hergibt, so landet er wieder beim Ausgangsort A. Stimmt so natürlich nicht, weil der Ausgangsort A nicht bei 0, 0, 0 ist, wo wir landen würden, sondern bei 0, 0, 150. Das heißt, hier kommen wir bei einem anderen Punkt raus. Das ist definitiv nicht die richtige Aussage. Und pro Minute steigt der Ballon um 100 Meter, ist auch wieder falsch. Das haben wir vorher schon gehabt, wo die 600 Meter an also an Gewinn an Höhe sozusagen betrachtet wurde. Auch das ist so natürlich nicht richtig. Schauen wir weiter zur nächsten Aufgabe. Was erwartet uns? Es ist der Einheitskreis, auch hier wieder mit einer Fragestellung, die so vielleicht noch nicht gekommen ist. Also nicht nur vielleicht, sie ist noch nicht gekommen. Ich würde es sonst wissen. Wir haben hier stehen, Cosinus von Beta ist gleich 1/2 mal Cosinus von Alpha. Ja? Das heißt, wir sollen hier einen möglichen Winkel Beta einzeichnen, dessen Cosinuswert halb so groß ist wie jener von Alpha. Die Frage ist jetzt einmal, wie groß ist denn überhaupt der Cosinuswert von Alpha? Und den können wir hier direkt ablesen natürlich. Und zwar, die x-Koordinate entspricht hier dem Cosinus von Alpha. Und das ist immer so natürlich. Und die y-Koordinate entspricht dem Sinuswert von Alpha. Daher, nachdem dieser Punkt die Koordinaten, was hat er, 0,6
und 0,8 hat. Ein Klassiker im Übrigen am Einheitskreis. Heißt es, dass der Kosinuswert von Alpha 0,6 ist. Das heißt, das können wir hier natürlich verwenden. Kosinus von Alpha ist 0,6. Hälfte davon ist 0,3. Das heißt, wir wissen, der Kosinus von Beta soll 0,3 sein. Ja, also das ist sozusagen die eigentliche Aufgabe, die man hier zu tun hat. Im Grunde nichts Dramatisches. Ja. Fakt ist dann halt, dass wir hierher gehen dürfen und entsprechend uns halt einen Punkt auf dem Kreis suchen müssen, der die x-Koordinate 0,3 hat. Jetzt muss ich ein bisschen runtergehen von der Auflösung her. So, es geht schon. Also, wir haben einerseits hier einen Punkt, der hat die x-Koordinate 0,3 und natürlich auch hier unten hätten wir einen Punkt, der hat ebenfalls die x-Koordinate 0,3. Und einen dieser beiden Winkel darf man dann halt entsprechend einzeichnen. Das müssen jetzt nicht beide sein. Es steht dort, zeichnen Sie einen möglichen Winkel. Immer wenn die Phrase irgendwie so dann gehalten wird, einen möglichen oder zeichnen Sie einen, dann gibt es in der Regel immer mehrere Lösungen. Ja? Und ihr dürft es dann halt einen sozusagen bestimmen. Also es geht nicht darum, dass man dann jede Lösung einträgt oder einzeichnet oder sonst irgendwas, sondern halt eine der möglichen Lösungen soll man hier angeben. So, das heißt, wir hätten hier entweder das hier ist Beta, oder ich nenne es jetzt mal Beta 1, ja, oder dieser ganze Winkel hier, das wäre dann Beta 2. Ja, also die zwei Winkel wären die Winkel, die hier gefragt sind. So, dann geht es weiter. Eine sehr hübsche Aufgabe, die wie gesagt auch für Cluster W1, W2 zum Beispiel sehr, sehr interessant ist. Wir sollen hier von der Durchschnittskostenfunktion und der variablen Durchschnittskostenfunktion, die hier jeweils gezeichnet sind, sollen wir die Fixkosten rauslesen. Wie sollen wir hier die Fixkosten rauslesen? Das ist jetzt die gute Frage. Die Antwort ist relativ einfach eigentlich, wenn man sich anschaut, wie die Funktionen aufgebaut sind. Die Durchschnittskostenfunktion ist ja einfach, indem ich die Kostenfunktion durch x dividiere. Ja? Währenddessen die variable Durchschnittskostenfunktion ist, dass ich nur die variablen Kosten hernehme und durch x dividiere. Steht alles in der Formelsammlung drin. Also es gibt nichts, was jetzt hier irgendwie zwingend gewusst sein, also dass man das zwingend wissen muss jetzt in irgendeiner Form, sondern steht alles in der Formelsammlung drinnen. Das heißt, der Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich nur, dass beim unteren die Fixkosten nicht berücksichtigt werden. Das heißt, wenn wir das hier umschreiben wollen, ja, dann haben wir hier quasi auch die variablen Kosten durch x plus noch die Fixkosten durch x. Ja, also das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen eigentlich. Dieser Teil Fixkosten durch x. Das heißt, und das ist auch im Prinzip, worum es geht. Der Unterschied, also quasi die Differenz zwischen diesen beiden Funktionen, ja, ist Fixkosten durch x. Das heißt, wenn ich mir jetzt da hier irgendwo zwei Punkte rauslesen kann, sodass ich die Differenz zwischen diesen beiden Funktionen schön ablesen kann, und da habe ich extra viele eingebaut, muss man auch dazu sagen, zum Beispiel hier bei einer Menge von 10 zum Beispiel, könnte ich beides ablesen. Hier sind wir bei 11, hier sind wir bei 21, das heißt, wir haben hier eine Differenz von 10. Bei einer Menge von 10, das bedeutet, meine Fixkosten sind 10 mal 10, also 100. Und es ist völlig egal, wo es jetzt ablest. Ja? Es geht genauso an anderer Stelle. Zum Beispiel hier. Hier haben wir eine Differenz, die nur noch 5 ist. Allerdings haben wir auch 20 Mengeneinheiten. Das heißt, auch hier kann ich mir meine Fixkosten ausrechnen, indem ich 5 mal 20 rechne und oh Wunder, was kommt raus? 100. Und das Ganze geht weiter. Ja, das kann ich noch an diversen anderen Stellen. Ich schaue jetzt gerade, welche noch dabei waren. Da hätten wir es noch einmal. Ja, hier ist die Differenz 2. Wir haben allerdings auch schon 50 Mengeneinheiten. Das heißt, ich kann meine Fixkosten wieder ausrechnen, indem ich 2 mal 50 rechne. Also in dem Fall sind es dann auch wieder 100. Warum rechne ich 2 mal 50? Also die Differenz mal der Menge, weil eben die Fixkosten ja durch die Menge dividiert worden sind. Ja? Die Differenz ist das, was zwischen den beiden Funktionen liegt.
Und die muss ich dann aber nochmal x rechnen, damit ich weiß, wie hoch die Fixkosten sind. Eine weitere Option hätten wir hier bei 100 noch. Da könnten wir es auch nochmal rauslesen. Da ist die Differenz 1. Ja? Das heißt, hier wären meine Fixkosten dann im Prinzip 1 mal 100, weil wir 100 Mengeneinheiten haben. Ja, auch das sind natürlich dann 100 Geldeinheiten. Also wichtig ist, egal wo sie es abliest sozusagen, die Differenz zwischen der Durchschnittskostenfunktion und der variablen Durchschnittskostenfunktion, wenn sie diese Differenz mal der Stückzahl multipliziert, bei der sie die Differenz abliest, dann erhaltet sie immer die Fixkosten. Ja, also das auf jeden Fall zu dieser Aufgabenstellung. Was haben wir als nächstes? Pinguine war auch einer der Themen. Also bis jetzt war ja noch nichts von den Themen dabei, die gewünscht wurden. Die sind am Anfang auch eher nicht so leicht einzubauen, sage ich jetzt mal. Aber da kommen jetzt noch einige und fast bei der BHS sind es noch mehr Aufgaben gewesen, die ich noch besser einbauen konnte, weil es dort einfach textbezogener ist. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier Pinguine und diese Pinguine sind, je nachdem welchen Breitengrad sie bevölkern, unterschiedlich groß. Ja. Das heißt, je größer der Breitengrad wird, umso größer werden dann auch die Pinguine, weil es kälter ist sozusagen und dadurch werden sie dort irgendwie größer. Fragt mich nicht, müsst ihr einen Biologen fragen oder eine Biologin. Es ist halt einfach so. Also die in Südamerika beheimatet sind, die Pinguine sind eher klein. Und je weiter runter man geht, sozusagen, je weiter man in den Süden sich bewegt, umso größer werden die Pinguine. Und am Südpol hat man dann durchaus größere Pinguine, die dann hier entsprechend dort leben. Auf jeden Fall würden wir gerne jetzt wissen, auf welchem Breitengrad hier ein Pinguin leben sollte nach diesem Modell, der 80 cm groß ist. Das heißt, wir können hier die Funktion ist gleich 80 cm setzen, aber natürlich müssen wir hier dann p von x ist gleich 0,8 rechnen, weil die Funktion in Metern gehalten ist. Ja, also das ist vielleicht die einzige Falle, die hier aufgebaut wurde. Ansonsten ist es eigentlich eine sehr einfache Geschichte. Wir lösen die Gleichung. 0,8 ist gleich 0,024 mal x minus 0,4 und dann kriegen wir hier für x einen Wert 50 raus, bilde ich mir ein. X ist gleich 50 und entsprechend haben wir hier dann, rechnen wir es noch nach zur Vorsicht. Also im Prinzip, man gibt einfach die Gleichung ein. 0,8 ist gleich 0,024 x minus 0,4. Dann lösen wir halt auf x auf und dann kriegen wir eben 50 raus. Das wäre hier sozusagen auch die Antwort. Ein Pinguin mit einer Größe von 80 cm sollte auf einem Breitengrad von 50 hier leben. Das dazu, es geht weiter, Aufgabe 9. Die Diskriminante. Ja, auch eine schöne Aufgabe. Wir haben hier eine quadratische Funktion f, die hier auch eingezeichnet ist. Und dann gibt es eine lineare Funktion g. Und da auch ganz wichtig, nachdem sämtliche Parameter aus R plus sozusagen stammen, heißt es für uns auch, dass wir hier, ich überlege jetzt gerade, nicht das b, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das b nicht eigentlich dann negativ ist, also ob das ein bisschen ein kleiner Widerspruch hier in der Angabe ist. Das sind jetzt so Kleinigkeiten, auf die man dann erst beim dritten oder vierten Mal draufkommt. Macht aber jetzt nichts zur Sache. Ja, wir haben die Funktion f hier gegeben. Es könnte sein, dass der Parameter b hier in dem Fall eigentlich ein negativer ist. Ja, aber das ist, wie gesagt, es tut im Grunde überhaupt nichts zur Sache. Die Funktion f ist sowieso schon gezeichnet. Wir konzentrieren uns eigentlich auf die Funktion g. Es geht darum, dass jetzt die Funktionen f und g ist definitiv eine lineare Funktion, die hier in dem Fall auch ich glaube sogar, dass ich in der Lösung auch eine falsche Lösung eigentlich angegeben habe. Das liegt wieder an diesem R plus. Und zwar, schauen wir ganz kurz in die Lösungen rein, müssen wir machen, sorry. So. Wir haben zwar hier eine. Na, passt sogar. Ist sogar positiv. Weil ich hatte jetzt die Sorge, dass ich hier eine Tangente eingezeichnet habe, die Y-Achse im negativen Bereich schneidet, aber es tut sie nicht. Also so gesehen passt es sogar.
So, kehren wir zurück zur Aufgabe. Mal kurz da. Ganze wieder raufschieben. Da kommen ja noch ein paar hübsche Aufgaben auf euch zu, auf jeden Fall. Ja, also wir brauchen jetzt eine Gerade, die positive Steigung und positiven Schnittpunkt auf der Y-Achse hat. Und so dass, und das ist eigentlich das Wichtigere, nämlich dass hier die Gleichung f von x ist gleich g von x, wenn ich die löse, und das ist ja dann eine quadratische Gleichung. Wenn ich die lösen möchte, dann hätte ich eine Diskriminante, weil immer wenn ich eine quadratische Gleichung löse, habe ich hier auf jeden Fall die Möglichkeit, dann entweder keine Lösung, eine Lösung oder zwei Lösungen zu haben. Das hängt davon ab, ob die Diskriminante negativ ist, gleich 0 ist oder positiv ist. Und damit die Diskriminante den Wert 0 hat, muss es eben also nur eine Lösung geben. Und wenn ich jetzt eine quadratische Funktion und eine lineare Funktion miteinander verknüpfe und es soll nur eine Lösung geben, dann muss diese lineare Funktion eben eine Tangente sein. Nur dann ist es möglich, dass wir hier tatsächlich nur eine Lösung haben. Wo sie die Tangente einzeichnet, ist im Prinzip relativ egal, solange sie über eine positive Steigung und einen positiven Schnittpunkt auf der Y-Achse verfügt. Wobei, so schlimm wäre es dann wahrscheinlich nicht bei der Matura, dass es auf das auch noch ankommt. Aber jetzt nur so als theoretisches Beispiel. Wenn ich jetzt diese Tangente hier zeichnen würde, zum Beispiel, diese hier, dann würde das auch quasi die Bedingungen erfüllen, dass es eben nur eine Lösung gibt, weil wir hier einen Tangentenpunkt irgendwo haben. Ja? Aber theoretisch wäre sie nicht richtig, insofern, weil wir eben dann einen Schnittpunkt, wenn man das jetzt weiterzeichnet, hier unten irgendwo einen Schnittpunkt auf der Y-Achse hätten, der dann negativ ist. Und theoretisch per Definition ist das dr plus, ja, also eine positive reelle Zahl, und dann wäre das theoretisch nicht richtig. Das ist jetzt ein Fehler, der so, also beziehungsweise ein Problem bei dieser Aufgabe, der mir jetzt erst im Zuge der Aufnahmen sozusagen überhaupt so richtig bewusst wird. Genauso das Thema mit dem B. Deshalb würde ich jetzt dann nicht quasi Harakiri machen, nur weil jetzt der Schnittpunkt auf der Y-Achse negativ ist. Ich glaube, dass man das ein bisschen noch entkräften muss, sage ich jetzt einmal, dass man vielleicht D und K einfach als reelle Zahl definiert, damit das dann auch der Vollständigkeit halber sozusagen auch wirklich jede Tangente, die man einzeichnet, auch als richtig gewertet wird. Ja? Also wichtig ist auf jeden Fall, es muss eine Tangente sein. Ja? Das ist eigentlich die Quintessenz aus dieser Aufgabe. Wenn ich eine quadratische Funktion mit einer linearen Funktion verknüpfe und ich möchte, dass nur eine Lösung rauskommt, dann muss ich sie als Tangente einzeichnen. Wenn jetzt hier stünde, die Diskriminante ist größer als 0, ja? Das heißt, dann hätte ich zwei Lösungen, dann muss ich hier auf jeden Fall auch eine Sekante einzeichnen. Ja? Das heißt, ich muss eine Gerade zeichnen, die die quadratische Funktion in zwei Punkten schneidet. Und wenn die Diskriminante kleiner als 0 sein soll, dann müsste ich eine Gerade so zeichnen, die an der quadratischen Funktion vorbeiläuft, also eine Passante, wie es so schön heißt, sodass es dann eben keine Lösung gibt, wenn ich die beiden Funktionen miteinander schneide, sozusagen. Das ist das Wichtigste, das ist das, was ich euch hier eben bei dieser Aufgabe auch tatsächlich mitgeben möchte und nicht jetzt, dass man hier auf ein positives D oder sowas achten muss. Aber jetzt aktuell, so wie die Aufgabe gestellt ist, müsste man eben auch noch auf das achten, dass die Tangente so eingezeichnet ist, dass sie noch einen positiven Schnittpunkt auf der Y-Achse hat. Ist aber jetzt eigentlich nicht die Intention gewesen. Ja? Also das werde ich dann wahrscheinlich korrigieren jetzt im Nachhinein. So, Aufgabe 10. Formel 1 war auch ein Thema, worüber man sprechen sollte oder was ich einbauen sollte. Ja? Auf jeden Fall möchte man hier den Bereich zwischen Kurve 4 und Kurve 6, also es geht quasi um diesen Bereich hier, den werde ich jetzt kurz mal anzeichnen. Also um diesen Bereich hier, den möchte man mit Hilfe einer Polynomfunktion darstellen. Und wir sollen jetzt bekannt geben, welchen Grad diese Polynomfunktion mindestens haben muss. Ich glaube, das ist mitunter eine der leichtesten Aufgaben von dieser Kompensation, von dieser Probematura, die ich erstellt habe, weil eben hier doch relativ eindeutig ist, dass wir haben hier einen Hochpunkt bei 5, wir haben bei 4 und bei 6 jeweils eigentlich einen Tiefpunkt, den man hier zeichnen muss.
Das heißt, wenn ich insgesamt drei Extrempunkte habe, dann brauche ich auf jeden Fall hier eine Polynomfunktion vierten Grades oder größer, damit sich drei Extremstellen überhaupt ausgehen. Ja? Weil Extremstellen berechne ich, indem ich die erste Ableitung 0 setze. Wenn ich die erste Ableitung 0 setze, muss es mindestens dritten Grades noch sein, damit sich drei Lösungen ausgehen für die drei Extremstellen. Ja, und wenn die erste Ableitung eben dritten Grades sein soll, dann muss die Funktion selbst mindestens vierten Grades sein. Im Übrigen, das ist dann eine Aufgabe bei der BHS ist dann noch gewesen, wenn ich jetzt den gesamten Streckenverlauf hier als Funktion aufstellen möchte, wäre das nicht möglich, weil ich für einen x-Wert hier mehrere y-Werte hätte. Also das bitte auch bedenken, dass das hier als Ganzes sozusagen nicht als Funktion betrachtet werden kann, sondern wenn, dann müsste man Stück für Stück einzelne Abschnitte vielleicht betrachten, um hier jeweils eigenständige Funktionen zu nehmen, aber als ein Ganzes kann ich den ganzen Streckenverlauf nicht als Funktion hernehmen, weil wir eben bei bestimmten x-Werten mehrere y-Werte hätten. So, schauen wir weiter. Aufgabe 11. Die ist mitunter auch eine von die trickigsten sozusagen, die wir hier vorfinden werden bei der Probematura. Habe ich mich ein bisschen ausgetobt. Es geht hier im Prinzip um Folgendes. Und zwar, wir haben zwei Exponentialfunktionen. Beide beschreiben hier einen exponentiellen Zerfall, aufgrund dessen, dass wir hier haben 0 kleiner b kleiner 1. Und wichtig ist auch, das ist kein Schreibfehler, sondern beide Funktionen haben 1 zu 1 denselben Zerfallsfaktor. Ja, das ist wichtig für die ganze Aufgabe dann auch. Das heißt, beide Funktionen zerfallen im selben Tempo, also bauen pro Zeiteinheit immer denselben Prozentsatz ab. Was jetzt aber für uns wichtig ist, ist, dass hier das a größer 0 ist, klar, Startwert ist größer 0, und das c wiederum ist aber dann auch nochmal größer als das a. Das heißt, die Funktion g hat den größeren Startwert als die Funktion f. Ja, das ist einmal ganz wichtig. Und dann werden hier verschiedene Werte berechnet. Und zwar f von t1 ist a halbe, also genau die Hälfte vom Startwert. Das heißt, t1 ist die Halbwertszeit von f. Das kann man hier auf jeden Fall rauslesen, weil eben zum Zeitpunkt t1 haben wir nur noch die Hälfte vom Anfangswert. Das gilt hier im Übrigen genauso. t3 ist die Halbwertszeit von g, ja? Weil hier genau c halbe rauskommt. Ja? Das heißt, nachdem aber beide mit derselben prozentuellen Rate sozusagen abbauen pro Zeiteinheit, müssen beide auch dieselbe Halbwertszeit haben. Egal was der Startwert ist. Der Startwert beeinflusst ja nicht die Halbwertszeit in irgendeiner Form. Halbwertszeit ist lediglich die Hälfte von dem, was ich als Anfangswert habe. Also die Zeit, die vergeht, bis ich nur noch die Hälfte von dem habe, was ich zu Beginn hatte. Völlig egal, ob ich jetzt da zu Beginn A habe, C habe oder sonst irgendwas in der Richtung. Das heißt, Halbwertszeit ist auf jeden Fall bei beiden Funktionen gleich. Das heißt, T1 und T3 müssen denselben Wert ergeben. Und aus diesem Grund bleiben eigentlich sowieso von den sechs Antwortmöglichkeiten nur noch die zwei hier mal übrig. Die Frage ist jetzt nur noch, ob T2 größer als T4 ist oder T2 kleiner als T4 ist. Alle anderen kommen nicht in Frage, weil, wie gesagt, beide Funktionen aufgrund dessen, dass sie dasselbe b verwenden, hier dieselbe Halbwertszeit haben. Also man kann, wenn man das einmal rausliest, kann man sozusagen auf eine 50-50-Entscheidung schon runterbrechen, das Ganze. Und jetzt ist eben die Frage, welcher dieser beiden Werte, T2 oder T4, ist größer? Hier wird bei beiden ist gleich d gesetzt. Das heißt, es ist T2 bzw. T4 ist die Zeit, die benötigt wird, bis man zum Wert d kommt. D ist ein Wert, der kleiner als a ist. Und insofern muss natürlich T2 kleiner sein als T4. Warum? Weil die Funktion g einen Startwert c verwendet, der größer als a ist. Und entsprechend dauert es natürlich länger, bis ich dann tatsächlich den Wert d erreiche, wenn ich von einem größeren Wert ausgehe, als wenn ich von einem kleineren Wert ausgehe. Was ja relativ logisch ist. Wenn wir uns das auch grafisch jetzt zum Beispiel anschauen, ja, dann habe ich halt hier zwei Funktionen. Sagen wir, wir haben hier die Funktion f. Die verläuft halt so. Ja. Und dann haben wir die Funktion g, die eben einen höheren Startwert hat, aber im Prinzip eben um denselben Wert abbaut.
Und wenn ich jetzt da hier in irgendeiner Form den Wert d sozusagen ansetze, dann erreiche ich mit der Funktion f diesen Wert, da ist hier t2 sozusagen, deutlich schneller als mit der Funktion g. Hier ist t4. Das heißt, es ist t2 definitiv kleiner als t4, aufgrund dessen, dass wir diesen fixen Wert d bei einem kleineren Startwert natürlich schneller erreichen als bei einem größeren Startwert. Und deshalb haben wir hier eben die Antwort t2 kleiner t4 als die richtige auszumachen. Ja? Also man kann sich das grafisch überlegen, man könnte theoretisch, könnte man auch, wenn man die ganzen Bedingungen erfüllt, hier beide Funktionen auch tatsächlich mit konkreten Werten befüllen. Ja? Dass man sagt, was weiß ich, b ist 0,9, ja, also irgendein Zerfallsfaktor halt, den kann man sich aussuchen. Sagen wir, a ist 10, ja, und c ist 15, ja, und dann rechnet man sich halt t1, t2, t3 und t4 hier aus, so wie es da steht. Und dann kann ich das auch direkt natürlich mit konkreten Zahlen belegen, dass eben t1 und t3 gleich groß ist und dass t2 kleiner ist als t4. Könnte man, wie gesagt, auch durchaus machen, wenn man möchte, in solchen Aufgaben. Aber es ist auf jeden Fall auch theoretisch natürlich durchaus lösbar. Schauen wir weiter. Wir haben hier eine Kosinusfunktion gegeben. Die ist auch gezeichnet, die Funktion f. Und wir suchen jetzt da zwei mögliche weitere Gleichungen, die sozusagen hier genau denselben Graphen haben. Auch hier gilt natürlich wieder, theoretisch können wir das direkt über Taschenrechner machen oder GeoGebra machen, indem man einfach alle Funktionen, die hier jetzt zur Auswahl stehen, zeichnet und schaut, welche schauen gleich aus. Ja, das wäre wahrscheinlich die Herangehensweise, die man dann direkt bei der Matura dann auch machen würde. Es ist durchaus möglich. Ja, ich schreibe uns hier nochmal die Funktionsgleichung von f hin, damit wir das auch besser vergleichen können. Also f von x ist hier in dem Fall minus 2 mal Cosinus von 2x minus pi halber. Und das entspricht einmal auf jeden Fall, ja, also wenn man hier sich das auch anschaut vom Graphen her, definitiv auch der ersten Funktion. Warum? Amplitude ist sowieso bei allen zwei, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, das ist sowieso richtig. Aber indem ich jetzt hier ein Minus vor einen normalen Sinus setze mit derselben Periodenlänge bzw. Kreisfrequenz hier, dann spiegel ich sozusagen die Sinusfunktion und theoretisch, wenn ich diese Funktion ja nach oben hin zeichnen würde, wäre es ein stinknormaler Sinus mit doppelter Kreisfrequenz sozusagen und doppelter Amplitude. Und aufgrund des Minus wird nach unten gespiegelt und somit habe ich 1 zu 1 sozusagen genau dieselbe Funktion, die wir hier auch schon verwendet haben. Und statt dem Minus, ja, das davor steht, kann ich natürlich auch das Minus weglassen und dafür die ganze Funktion um 180 Grad, also um Pi verschieben, also quasi eine Verschiebung um Pi, und dadurch erzeuge ich dann wieder genau dasselbe, weil wenn ich eine Sinusfunktion um 180 Grad, also um Pi verschiebe, dann spiegle ich sie quasi entlang der x-Achse. Auch das ist eine Möglichkeit und daher wäre das hier die zweite richtige Antwort. Ansonsten, wie gesagt, man kann es dann grafisch machen. F2 wäre dann eben genau gespiegelt zu dem, was wir hier jetzt da haben, zum Beispiel. Die vierte Gleichung müsste dann eigentlich auch genau gespiegelt sein, theoretisch. Und die fünf, beziehungsweise gespiegelt, aber um 90 Grad verschoben. Und die fünfte dann ebenfalls. Also das wären dann hier jeweils falsche Funktionen auf jeden Fall. Da kann man sich, wie gesagt, grafisch anschauen. Dann wird man das auf jeden Fall auch sehen. Gut, das dazu. Schauen wir gleich weiter. Nächste Aufgabenstellung. Wir haben hier wieder etwas zum Auswählen, diesmal Lückentext. Schaut im ersten Moment ein bisschen wild aus. Ja, gebe ich es vielleicht zu, ist aber im Grunde genommen nicht so dramatisch. Wir haben hier wieder eine Exponentialfunktion gegeben. Es geht um absolute und relative Änderung, was dann auch noch einmal offensichtlich wird anhand der Lücken. Wir haben die Exponentialfunktion a mal b hoch t. Wir wissen, a ist größer 0, also unser Startwert ist größer 0, b ist größer 1, das heißt, wir haben ein Wachstum. Ja, das ist einmal wichtige Informationen, die wir hier rauslesen können. Weiters haben wir hier eben drei Zeitpunkte, t1, t2, t3, wobei t1 schon mal größer als 0 ist und t2 ist größer als t1 und t3 ist größer als t2. Das heißt, die drei sind sozusagen
aufgelistet auf der Zeitachse sozusagen hintereinander. Wobei eben auch noch gilt, T2 minus T1 ist dasselbe wie T3 minus T2. Was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip, wenn man das jetzt als Koordinatensystem sozusagen betrachtet, dass hier irgendwo T1 liegt und der Abstand zwischen T1 und T2, ja, ist gleich groß wie der Abstand zwischen T2 und T3. Das heißt, wir haben hier jeweils gleich große Abstände. Das Intervall also von T1 bis T2 ist gleich groß wie das Intervall von T2 bis T3. Ja, das soll dieser Ausdruck T2 minus T1 ist gleich T3 minus T2 bedeuten, dass eben hier dieser Abstand sozusagen gleich groß ist wie dieser hier. Das ist essentiell jetzt natürlich für die Aufgabenstellung, denn wie schaut es denn mit der absoluten Änderung aus, wenn ich jetzt da hier eine Exponentialfunktion, die ein Wachstum darstellt, also quasi so verläuft, wie schaut es mit der absoluten Änderung aus in zwei Intervallen, die gleich breit sind, und wie schaut es mit der relativen Änderung aus? Wir wissen, die relative Änderung bei Exponentialfunktionen ist in gleich breiten Zeitintervallen immer gleich groß. Wir werden in gleich breiten Zeitintervallen immer um denselben Prozentsatz größer oder kleiner werden bei einer Exponentialfunktion. Das heißt, hier ist definitiv schon mal diese Antwort richtig. Und jetzt ist es nur noch die Frage, wie schaut es mit den absoluten Änderungen aus? Und da müsste man jetzt hier sozusagen bei einer Exponentialfunktion sich anschauen, wie es denn mit den Abständen auf der Y-Achse ausschaut. Und da sieht man hier, dass die absolute Änderung im Intervall von T1 bis T2, das ist das, was ich jetzt hier so ganz komisch eingezeichnet habe, das können wir ein bisschen anders machen. So. Also in diesem Intervall, das wäre jetzt das Intervall für T1 bis T2. Währenddessen das hier ist dann das Intervall von T2 bis T3. Und da sehen wir eindeutig schon, dass das Intervall, also dass da die absolute Änderung in diesem Intervall deutlich größer ist. Was auch logisch ist, aufgrund dessen, dass die Funktion ja immer weiter ansteigt, immer steiler ansteigt vor allem, ja, muss natürlich in gleich breiten Zeitintervallen die absolute Änderung immer größer werden. Ja, relative Änderung ist bei Exponentialfunktionen immer gleich groß, aber die absolute Änderung wird immer größer werden, wenn ich ein Wachstum habe. Hätte ich jetzt einen Zerfall, wäre es genau umgekehrt. Da würde dann in gleich breiten Zeitintervallen die absolute Änderung immer kleiner werden, weil die Kurve immer mehr abflacht sozusagen und dadurch auf der Y-Achse die Veränderung nicht mehr so groß ist. Aber in unserem Fall jetzt bei einem Wachstum ist es eben so, dass die absolute Änderung im Intervall von T1 bis T2, weil f von T2 minus f von T1 ist die absolute Änderung im Intervall von T1 bis T2, die ist kleiner als die absolute Änderung im Intervall von T2 bis T3. Und hätte ich jetzt noch ein T4, das auch nochmal gleich weit entfernt ist, dann wäre dann auch nochmal dort die absolute Änderung nochmals größer natürlich. Ja? Also so geht das dann im Prinzip immer weiter bei Exponentialfunktionen. So, Aufgabe 14. Wir haben es noch lange nicht geschafft. Ja? Es wird noch eine Weile dauern. Wir haben schon 53 Minuten, aber sei es drum. Ja. Für den Formel 1 Grand Prix in Großbritannien können Tickets online in der Landeswährung Pfund oder in Euro gekauft werden. Tickets für einen Sitzplatz in einer bestimmten Kategorie werden um 300 Pfund oder 349 Euro, je nachdem in welcher Währung man es zahlen will, angeboten. Ja. Der tatsächliche Umrechnungskurs Stand 20.04. Besagt, dass 1 Pfund genau 1,13 Euro beträgt. Ja? Die Frage ist jetzt, um wie viel Pfund es günstiger ist, die Tickets in Pfund zu kaufen, statt in Euro. Wie kann ich das vergleichen? Ja, ich müsste im Prinzip hergehen und mal die 349 Euro in Pfund umrechnen und dann schauen, wie groß die Differenz ist. Ja, wie viel Pfund mehr zahle ich, wenn ich es in Euro zahle, sozusagen, als wenn ich es direkt gleich in Pfund zahlen würde. Das heißt, absolute Änderung im Prinzip. Deshalb ist die Aufgabe hier auch drinnen. Sie passt nicht zu 100%, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, die Augenauswischerei, dass man sagt, das ist absolute Änderung, lässt es dann zu, dass wir hier bei den Änderungsmaßen sozusagen so eine Aufgabe auch unterbringen kann. Das heißt, wenn ich jetzt die 349 Euro umrechnen möchte in Pfund, könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, 349, ob sie 349 zu
1,13 Euro, ja, ist dasselbe wie x Pfund zu einem Pfund. Ja, also dass ich das in ein Verhältnis zum Beispiel setze. Ich meine, durch 1 dividieren brauche ich im Prinzip eh nicht mehr. Aber ich könnte oder auch das Verhältnis anders aufstellen, dass ich sage 349 zu x, ja, ist dasselbe wie 1,13 zu 1 zum Beispiel. Auch das wäre eine Möglichkeit. Im Prinzip, wenn man Einheiten umrechnen will, beziehungsweise so Geldeinheiten umrechnen will mit irgendeinem Wechselkurs, bietet sich das immer in einem Verhältnis an, weil quasi ein Pfund zu 1,13 Euro, es ist im Prinzip nichts anderes als ein Verhältnis, das man hier anwenden kann. Und dann sehen wir hier, dass das 308,85 Pfund kostet sozusagen. Naja, und dann, wenn man es in Euro zahlen würde, wenn man es in Pfund direkt zahlen würde, würde man nur 300 Pfund zahlen. Entsprechend hätten wir dann 308,85 minus 300 und dann hätten wir hier unsere Differenz, also 8 Pfund und, also, was haben die als Untereinheit? Pfund und Penny? Ich glaube fast, ne? Weiß nicht, ich war zwar jetzt letztens erst in London, aber ich habe nur mit Karte bezahlt, dadurch habe ich das irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. Auf jeden Fall 8,85 Pfund wäre die Differenz, wenn ich es in Euro zahle, zahle ich um 8,85 Pfund mehr, als wenn ich es direkt in Pfund zahlen würde. Ja, also das ist sozusagen die Quintessenz aus der ganzen Geschichte. Wir rechnen den 349 Euro in Pfund um und vergleichen dann die beiden Pfundbeträge und sehen, dass der eine Pfundbetrag eben um 8,85 Pfund größer ist. Es geht weiter. Ja, auch eine sehr interessante Aufgabe. Wir schauen, dass wir das irgendwie auf ein Blatt sozusagen bekommen. Und zwar müssen wir hier jetzt dazu einer Funktion f, die eine Polynomfunktion dritten Grades darstellt und hier sechs Ableitungen gezeichnet sind. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Wir haben hier sechs Ableitungen. Es sind die Skizzen leider recht klein, aber es ist halt bei sechs Antwortmöglichkeiten wird es halt schwierig, da große Skizzen noch bereitzustellen. Auf jeden Fall, eventuell, dass man schaut, dass man alle sechs in eine Skizze macht, sie beschriftet und dann halt hier bei den Antwortmöglichkeiten nur sagt A, B, C, D, E, F. Weiß nicht, ob es das unbedingt jetzt schöner macht, weil eine Skizze mit sechs Ableitungen drin wird dann auch ein bisschen unleserlich, vor allem wenn man es nur schwarz-weiß macht. Aber ja, ist halt leider nicht anders, aber ich glaube, es ist trotzdem relativ eindeutig. Und zwar, wir haben die Funktion f. Die hat an der Stelle x ist gleich 4 ein maximales Gefälle, ein minimales Gefälle, eine maximale Steigung und eine minimale Steigung. Was bedeutet das? Die Funktion f hat an der Stelle 4 auf jeden Fall einen Wendepunkt. Ja, das heißt, wir haben einen Wendepunkt an der Stelle 4. Ja, was auch immer die y-Koordinate ist, ist uninteressant. Und damit eine Funktion f eine Wendestelle hat an der Stelle 4, muss sie an der Stelle 4 in der ersten Ableitung eine Extremstelle haben. Denkt an das New-Modell, denkt an die Tabelle, die ich schon 100 Mal propagiert habe auf Instagram und auf den Intensivkursen und so weiter und so fort. Das heißt, die erste Ableitung braucht eine Extremstelle an der Stelle 4, was sie sowohl hier als auch hier nicht hat. Ja, das heißt, ich kann im Prinzip schon mal die zwei komplett ausschließen. Und somit gibt es eigentlich nur noch die Antwortmöglichkeiten C, D, E und F. Und von denen suchen wir jetzt sozusagen jene heraus, bei denen eben genau das gilt, wie es hier steht. Wenn wir das erste anschauen, F hat an der Stelle 4 ein maximales Gefälle. Das heißt, unsere negative Steigung, ja, ist am größten, es ist am negativsten. Ja, es ist jetzt nicht streng mathematisch, aber sie ist am negativsten sozusagen unsere Steigung. Und das ist im Prinzip natürlich bei der Skizze E der Fall. Ja, wir haben die meiste Zeit eine positive Steigung, dazwischen eine negative Steigung und an der Stelle 4 ist sie am negativsten. Ja, so banal es klingt, so blöd es klingt, ja, aber die Funktion hat an der Stelle 4 hier ihr maximales Gefälle, weil sie dort am steilsten runtergeht dann, weil sie eben dort die negativste Steigung bzw. negativstes Gefälle sozusagen hat. Zweite Antwortmöglichkeit hat ein minimales Gefälle. So, das heißt, wir haben dort auch ein Gefälle, aber das Gefälle ist dort am wenigsten negativ. Ist auch jetzt nicht mathematisch, ja, da würde ich gekreuzigt werden von irgendwelchen Mathematikprofessoren, aber nur fürs Verständnis.
Wir haben dort am wenigsten, wir haben eine negative Steigung, aber sie ist dort am wenigsten negativ. Sie ist am nähersten zur X-Achse. Also sie hat einen nicht so negativen Wert, einen nicht so kleinen Wert. Ja? Und das ist bei der Skizze D in dem Fall der Fall. Das heißt, wir haben hier die ganze Zeit ein Gefälle. Ja? Also die Funktion f würde dann so aussehen. Wir zeichnen das am blödesten. Die würde so verlaufen und dann wieder so weitergehen im Prinzip. Ja? Und dann haben wir halt hier an der Stelle 4 sozusagen unser kleinstmögliches Gefälle. Währenddessen die Skizze, die wir bei E hatten, vielleicht auch nur zum Vergleich, die würde so aussehen. Ja? Also da haben wir dann hier sozusagen unser größtes Gefälle, ja? Maximales Gefälle. Wenn wir jetzt da, es ist jetzt nicht schön gezeichnet, muss man auch dazu sagen, aber das wäre es in etwa. Nächste Fragestellung, maximale Steigung, das heißt, hier ist unsere Steigung am größten. Ja? Das ist in dem Fall Frage F, also beziehungsweise Skizze F. Warum? Hier haben wir einen kleinen Teil, wo wir eine positive Steigung haben und da hat die positive Steigung eben einen Hochpunkt. Und somit haben wir hier unser, jetzt habe ich es bei der falschen Ding hingeschoben, schau. Können natürlich hierher. Einfach mal ausgelassen. Auf jeden Fall würde hier unsere Funktion jetzt folgendermaßen aussehen. Ja, die wird dann so verlaufen und entsprechend hat man hier dann maximale Steigung sozusagen, also den größtmöglichen Anstieg. Und bei der letzten, das ist dann natürlich die Antwort C, da haben wir geringstmögliche Steigung, also eine minimale Steigung. Wie würde hier die Kurve ausschauen? Ungefähr wie so eine Kostenfunktion. Das heißt, die würde hier steiler an, also steil zu Beginn sein, flacher werden und dann ist mir ausgerutscht. Machen wir nochmal. Flach werden und dann wieder weiter ansteigen. Die hat keinen Hoch- oder Tiefpunkt. Sieht dann in etwa so aus. Ja, das heißt, da haben wir dann quasi permanent zwar eine positive Steigung, aber eben an der Stelle 4 die kleinstmögliche Steigung. Also da ist die Steigung am geringsten. Man spricht dann bei der Kosten- und Preistheorie davon, dass es eben die Grenzkosten minimal sind zum Beispiel. Ja, sowas in der Richtung. Gut, machen wir wieder größer unser Fenster. Und schauen wir weiter. Eine nächste hübsche Aufgabe, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, beziehungsweise ich bin da immer so total happy, wenn ich solche Aufgaben, wenn mir solche Aufgaben einfallen. Und dann muss ich mir gleich irgendwelche Notizen machen, ja, und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es dann so weit ist, dass ich endlich die Probematura schreibe und dann muss ich meine ganzen Notizen halt durchackern. Meistens sind es Sprachnachrichten, die ich irgendwo hinterlege für mich, damit ich halt quasi ungefähr weiß, was ich damit meine, weil wenn ich das nur stichwortartig aufschreibe, weiß ich, dass ein paar Monate später gar nicht mehr was damit gemeint ist. Da schicke ich mir immer selber Sprachnachrichten. Aber ja, das Life of Matago sozusagen. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Stellen, nämlich x1 und x2, wobei x1 kleiner als x2 ist. Also auch da meint man damit einfach nur, dass die beiden Werte halt auf der x-Achse liegt x1 weiter links und x2 weiter rechts von x1 sozusagen. Ja, mehr ist damit eigentlich nicht gemeint. Beide haben in der ersten Ableitung den Wert 0 und beide haben in der zweiten Ableitung einen Wert kleiner als 0. Das bedeutet, sowohl bei x1 als auch bei x2 haben wir einen Hochpunkt, weil ein Hochpunkt immer eine negative Krümmung besitzt. Und entsprechend haben wir hier eben zwei Hochpunkte gegeben. Das heißt, wenn wir uns das als Koordinatensystem anschauen, dann haben wir eine Funktion, die eben, egal wie man sie jetzt zeichnet, ja, aber die hat auf jeden Fall einen Hochpunkt und dann später noch einen zweiten Hochpunkt auf jeden Fall. Ja. Das hier wäre x1, hier wäre x2. Ja. Das heißt, die beiden Stellen, wenn die jeweils einen Hochpunkt darstellen, muss es auf jeden Fall dazwischen mindestens eine Minimumstelle geben. Theoretisch ist es natürlich möglich, dass hier die Funktion, ich zeichne es jetzt mal in Rot ein, ja, dass die da runter geht, rauf geht, runter geht, rauf geht, runter geht, rauf geht, ja, wie auch immer. Also es könnte auch sein, dass es noch mehr Tiefpunkte gibt.
Ja, unwahrscheinlich, ja, aber es ist eine Polynomfunktion. Wir wissen nicht, wie viel Grad es ist. Es könnte sein, dass es eine Polynomfunktion 10. Grades ist. Ja? Und dann wäre es durchaus möglich, dass es dazwischen noch weitere Hoch- und Tiefpunkte gibt. Aber ja, wenn wir jetzt den kleinstmöglichen Verlauf sozusagen betrachten, es muss auf jeden Fall einen Tiefpunkt geben. Das ist jetzt eben hier bei der blauen Funktion. Hier muss es auf jeden Fall eine Minimumstelle geben. Sonst ist es nicht möglich, was bei x1 und x2 jeweils ein Hochpunkt existiert. Es geht nicht, dass zwei Hochpunkte hintereinander kommen bei Polynomfunktionen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das muss mir mal jemand zeigen, wie das möglich sein soll. Ja? Also es muss hier auf jeden Fall mindestens einen Tiefpunkt geben. Ja? Es könnten 2, 3, 4, 5, was auch immer sein. Aber mindestens einer muss es auf jeden Fall sein. Das heißt, wir haben Minimum eine Minimumstelle sozusagen. Und was natürlich dazu kommt, wenn ich jetzt mindestens einen Tiefpunkt habe, dann brauche ich auf jeden Fall mindestens zwei Wendestellen. Klingt jetzt ein bisschen krass, ja, dass man zwischen diesen zwei Hochpunkten gleich zwei Wendestellen reinquetscht, aber es geht auch das wieder nicht anders. Ja. Wenn ich jetzt einen Hochpunkt habe mit einer negativen Krümmung und danach einen Tiefpunkt habe mit einer positiven Krümmung und danach wieder einen Hochpunkt habe mit einer negativen Krümmung, spätestens dann muss es klar sein, dass wir zweimal die Krümmung ändern. Ja. Dass wir einmal hier die Krümmung ändern, das heißt, wir haben hier einen Wendepunkt und dass wir hier drüben noch einmal ändern müssen und einen zweiten Wendepunkt einbauen müssen. Anders geht's nicht. Ja? Das sind einfach aufgrund dessen, dass wir halt mindestens einen Tiefpunkt haben, brauchen wir auch mindestens zwei Wendestellen. Anders wird es nicht möglich sein. Weil es eben zwischen Hoch- und Tiefpunkt immer dazwischen einen Wendepunkt geben muss und zwischen Tiefpunkt und Hochpunkt muss es noch einmal einen geben. Und aufgrund dessen, dass es mindestens einen Tiefpunkt gibt, muss es auf jeden Fall auch mindestens zwei Wendepunkte geben. Ja, also das ist sozusagen dann, da führt kein Weg vorbei. Ja, wenn das eine gilt, dann muss das andere auf jeden Fall auch gelten. Punkt aus. Und deshalb ist es dann im Prinzip relativ logisch, dass wir zwei Wendepunkte brauchen. Aber natürlich muss man sich das ein bisschen zuerst anschauen. Weiter geht's zur nächsten Aufgabe. Aufgabe 17. Auch eine sehr schöne Aufgabe. Auch das war eine Aufgabe, wo ich mich extrem gefreut habe, hier auf die Idee zu kommen, sozusagen das einmal so abzuprüfen. Wir haben wieder ein Formel 1 Beispiel. Also eben, weil auch das, wie gesagt, gewünscht war. Wobei die Aufgabe hätte ich so oder so gebracht. Ich hätte dann vielleicht eine andere Geschwindigkeit genommen, aber im Prinzip. Die Aufgabe wäre so oder so drinnen gewesen. Wir haben hier ein Formel-1-Auto, das innerhalb von 5 Sekunden von 0 auf 216 km pro Stunde beschleunigt. Wir gehen von einer linearen Beschleunigungsfunktion aus. Also unsere Beschleunigungszeitfunktion ist hier linear, die ist auch gegeben. Und uns fehlt jetzt hier ein Wert auf der Y-Achse. Die Skalierung auf der Y-Achse fehlt uns. Wir wissen auf jeden Fall, dass unsere Geschwindigkeit sich im Intervall von 0 bis 5 von 0 auf 216 verändert hat. Das heißt, das ist im Prinzip nichts anderes als unsere absolute Änderung, also die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 5 minus die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0 ist 216. Also wir haben um 216 km pro Stunde mehr dazu gewonnen. Nachdem das Ganze hier aber dann bei der Beschleunigung in Meter pro Sekunde zum Quadrat gegeben ist, sollte man hier natürlich auch die Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde umrechnen. Das heißt, wir werden die 216 hernehmen und durch 3,6 dividieren. Das bedeutet, wenn ich 216 durch 3,6 rechne, dann erhalten wir hier 60. Ja, also ich habe natürlich bewusst schöne Zahlen ausgewählt. Das heißt, wir wissen auch, v von 5 minus v von 0 ist gleich 60. Das sind Meter pro Sekunde jetzt, beziehungsweise hier eben Kilometer pro Stunde. Und da fällt uns dann natürlich ein, naja, wie kriege ich denn hier v von 5 minus v von 0? Ich würde das ja bekommen, indem ich die Beschleunigungsfunktion im Intervall von 0 bis 5 integrieren würde. Also wenn ich a von t integriere im Intervall von 0 bis 5, dann erhalte ich nichts anderes als die absolute Änderung der Stammfunktion. Also hier in dem Fall v von 5 minus v von 0. Und somit wissen wir, und da kommen wir jetzt da zu der Aufgabe selbst dann eigentlich, wir wissen, dass diese Fläche hier, also die Fläche im Intervall von 0 bis 5, diese hier muss insgesamt 60 ergeben. Ja?
Wir haben keine Beschleunigungsfunktion, die wir jetzt integrieren könnten. Wir können sie auch nicht aufstellen, weil wir nicht wissen, wie groß die Y-Koordinate ist. Wir wissen aber, dass diese Fläche hier 60 ergeben muss. Das heißt, wie komme ich auf diese Fläche, wenn ich die jetzt rechnen würde, als Dreieck, als rechtwinkliges? Ja, weil ich kann ja hier im Prinzip eine Linie runterziehen, habe hier ein rechtwinkliges Dreieck und mir die Fläche ausrechnen. Und die Fläche von einem rechtwinkligen Dreieck ist nichts anderes als ein halb mal die eine Länge, also 5, mal die Höhe. Ich schreibe jetzt einfach mal h hin, weil das wäre dann genau der Wert, den ich hier einzutragen habe. Und entsprechend haben wir hier dann nichts anderes als, wenn ich das auf h löse, ist h 24 und daher können wir hier direkt den Wert 24 einsetzen. Das heißt, wenn ich eine Beschleunigungsfunktion habe, sodass zum Zeitpunkt 5 meine Beschleunigung 24 Meter pro Sekunde zum Quadrat ist, dann habe ich es geschafft, in diesen 5 Sekunden, sofern ich eben einen linearen Zusammenhang habe bei meiner Beschleunigungsfunktion, eine Geschwindigkeit von 60 Meter pro Sekunde zu erreichen. Und 60 Meter pro Sekunde entsprechen dann eben 216 Kilometer pro Stunde. Das zu dieser Aufgabe und eine recht ähnliche, das hat mir zwar in Summe nicht ganz gefallen, aber ich wollte die unbedingt reinnehmen. Erstens einmal, weil es wieder eine Aufgabe zu Kosten- und Preistheorie auch nochmal ist. Das heißt, die ist auch gut für Cluster W1, W2 und sie ist eben auch gut im Zusammenhang, falls einmal bei der AHS wieder mal eine Typ-2-Aufgabe kommt zur Wirtschaftsmathematik, kann die Information, die wir hier jetzt mitnehmen, auch nicht schaden. Wir sollen nämlich hier aus dieser Grenzerlösfunktion die erlösmaximierende Menge und den maximalen Erlös ermitteln. So, nachdem wir hier die Grenzerlösfunktion, also die erste Ableitung von unserer Erlösfunktion haben, kann man im Prinzip das hier direkt ablesen. Wie gesagt, es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der Aufgabe von vorhin leider, aber ich wollte es trotzdem unterbringen, beides. Und zwar, wie würde ich mir die erlösmaximierende Menge ausrechnen? Ich würde die erste Ableitung von meiner Erlösfunktion 0 setzen, weil ich suche die Extremstelle. Das heißt, wir suchen jetzt hier einfach die Nullstelle von unserer Grenzerlösfunktion. Das heißt, die erlösmaximierende Menge, können wir schon mal eintragen, sind hier 40 und zwar 40 Mengeneinheiten. Ja? X sind immer Mengeneinheiten, es sei denn, das sind irgendwie Stück gegeben oder Kilo oder sonst irgendwas in der Richtung, ansonsten sind das immer Mengeneinheiten. Die Frage ist jetzt wieder, wie groß ist unser maximaler Erlös? Ja, der maximale Erlös ergibt sich ja, indem ich mir E von 40 ausrechne. Ja, das ist mein maximaler Erlös, weil ich weiß, wenn ich 40 Stück verkaufe, habe ich meinen maximalen Erlös, also muss ich mir ausrechnen, wie hoch ist mein Erlös, wenn ich 40 Stück verkaufe. Das ist mein maximaler Erlös. Und jetzt gäbe es im Prinzip natürlich zwei Optionen. Ja. Entweder man stellt die Grenzerlösfunktion auf. Also man könnte hergehen und sagen, E' von x ist eine lineare Funktion. Wir haben eine Steigung von minus 0,25. 0,25x plus 10, Schnittpunkt auf der y-Achse. Die könnte ich dann integrieren. Dann hätte ich e von x. Ja. Das wären dann minus 0,125x Quadrat plus 10x. Hinten raus kommt nichts dazu. Wir wissen, die Erlösfunktion hat natürlich null Erlös, wenn ich null Stück verkaufe. Ist auch logisch, ja? Wenn ich nichts verkaufe, kann ich auch keine Einnahmen haben. Und dann kann ich mir natürlich e von 40 ausrechnen. Ja? Also das wäre natürlich eine Option, dass ich eben übers Integral hier mir e von 40 dann ausrechne. Und dann kriegen wir hier im Prinzip dann nichts anderes als 200 raus. Ja, also wenn ich hier für x 40 einsetze, kommt dann 200 raus. Alles ist gut. Auf das Ziel ist aber nicht zwingend hinaus. Es wäre eine Option, die man durchaus machen kann. Aber auch hier könnte man über die Fläche gehen. Ja, und zwar, wenn ich jetzt da hier hergehe und sage, machen wir das vielleicht in blau, wenn ich hier mir diese Fläche ausrechne. Ja, was rechne ich mir damit dann eigentlich aus? Ich würde mir ausrechnen quasi das Integral im Intervall von 0 bis 40 von der Grenzerlösfunktion dx. Ja? Und das ist ja dann wiederum nichts anderes als die absolute Änderung der Stammfunktion, der Klassiker. Ja? Also e von 40 minus e von 0. So, nachdem wir aber wissen, e von 0, also wenn ich 0 Stück verkaufe, ist mein Erlös 0. Kommt hier im Prinzip eigentlich direkt einfach der Erlös von 40 Stück raus.
Und somit kann ich mir natürlich auch hier wieder mit Hilfe des Dreiecks die Fläche ausrechnen. Also E von 40 ist gleich 1/2 mal 40 mal 10. Und auch so kommen wir auf die 200. Und das da hier sind dann in dem Fall natürlich 200 Geldeinheiten, weil Erlös, Kosten und Gewinn sind immer Geldeinheiten. Alles andere, Grenzerlös, Grenzgewinn, Grenzkosten, Durchschnittskosten und so weiter, sind alles Geldeinheiten pro Mengeneinheiten. Aber Erlös, Gewinn und Kosten, die drei Funktionen liefern uns immer Geldeinheiten. Ja? Und somit wäre die Aufgabe auch gelöst. Ja, es gibt eben, wie gesagt, zwei Optionen. Entweder Grenzerlösfunktion aufstellen, integrieren, dass man die Erlösfunktion hat und dann sich E von 40 ausrechnen geht. Oder, wie gesagt, man macht es dann einfach über die, über das Dreieck dann wieder, dass man sich einfach die Fläche ausrechnet. Auch das vermutlich der schnellere Weg dann auch. So, Aufgabe 19. Auch das eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Hat mir sehr gefallen. Wir haben hier ein Boxplot-Diagramm, das die Regentage sozusagen, beziehungsweise die Regenmengen von Juni eines Jahres sozusagen halt hier beschreibt. Der Juni hat bekanntlich, das ist wichtig, 30 Tage. Das heißt, wir haben hier im Prinzip insgesamt 30 Werte, die hier eingeflossen sind. Ja? Wenn wir die uns jetzt mal kurz anschauen, dann haben wir halt hier eben erster Wert, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11. Keine Sorge, ich werde es jetzt nicht bis 30 machen, aber ich mache es noch auf jeden Fall ein paar. x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17 und so weiter bis x30 sozusagen. Also es sind 30 Werte eingeflossen in diese Statistik. Man hat an jedem Tag einfach gemessen, wie viel Millimeter pro Quadratmeter sind an Regen sozusagen gefallen. Das hat man hier in dem Fall notiert. Die Frage ist jetzt: Im Juni hat es an mindestens so und so viel Tagen und an maximal so und so viel Tagen nicht geregnet. So, wir gehen jetzt eine Spur runter, damit wir das auch schön betrachten können. Also, was wir jetzt hier sehen einmal, ist, dass sowohl unser Minimum als auch unser Q1 den Wert 0 hat. Ja, deshalb haben wir hier sozusagen unsere Box, also unser Boxplot-Diagramm beginnt gleich direkt mit der Box. Minimum und Q1 sind hier jeweils 0. Wir haben hier unseren Median. Wir haben hier unser Q3. Und wir haben hier auf jeden Fall unser Maximum. Ja. So, die Frage ist jetzt, wenn ich 30 Werte habe, wie rechne ich mir meinen Median aus? Und meinen Median rechne ich mir aus durch die zwei Werte, die ich in der Mitte habe. Das wären jetzt hier in dem Fall x15 und x16. Durch diese beiden Werte hier, da in der Mitte sozusagen, liegt unser Median. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall den Wert 15 schon mal. Ja? Durch diesen Median, den wir uns errechnen, indem wir x15 und x16, den 15. und 16. Wert dazu zusammenrechnen und durch 2 dividieren, dadurch erhalten wir unseren Median. So, wie berechnet man Q1? Ja, Minimum ist 0, klar, das ist der erste Wert, das heißt, wir wissen auf jeden Fall, x1 steht definitiv einmal für 0. Ja. Unser Q1 betrachtet die ersten 15 Werte. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ja hier die ersten 15 Werte habe, dann habe ich natürlich einen Wert, der genau in der Mitte liegt, nämlich unser 8er Wert. Und das bedeutet für uns, schauen wir nochmal, ja, das passt. Auch dieser Wert, das ist unser Q1, auch dieser Wert ist noch immer 0. Das heißt, es gab zumindest einmal 0, 0, 0, 0, 0 und 0. Insgesamt definitiv 8 Werte, an denen die Regenmenge 0 war. Ja? Jetzt, das ist unser Minimum. Ja? Aufgrund dessen, dass unser Q1 auch noch immer 0 ist und Q1 ist ein Wert, den wir hier genau haben, nämlich den achten Wert,
Nachdem der noch null ist, muss es auf jeden Fall mindestens 8 Tage gegeben haben, an denen es nicht geregnet hat. Damit lässt sich diese Frage jetzt schon mal beantworten. Im Juni hat es mindestens 8 Tage lang nicht geregnet. Ja? Gut, die Frage ist jetzt, wie viele Tage könnte es sein, dass es maximal nicht geregnet hat? Jetzt könnte es sein, dass am 9. Tag es auch nicht geregnet hat, der 10. Tag auch noch nicht geregnet hat, 11., 12., 13., 14. Könnten alle null sein, ja. 14 Tage lang ist auf jeden Fall mal locker möglich, ja. Jetzt wird es kritisch. Insofern, ja, ist es möglich, dass es der 15. Tag, also dass es einen 15. Tag auch noch gegeben hat, an dem es nicht geregnet hat. Wir wissen ja, durch den 15. und 16. Wert ergibt sich unser Median von 15. Wenn ich jetzt davon ausgehe, und das mache ich jetzt mit einer anderen Farbe, ja, wenn ich davon ausgehe, dass der 15. Tag auch noch 0 ist, müsste für den 16. Wert der Wert 30 herhalten, weil dann würde ich 0 plus 30 durch 2 rechnen, dann hätte ich einen Median von 15. Das Problem ist aber, 30 kann nicht der 16. Wert sein, ja, weil wir haben ein Q3, das nur den Wert 20 hat. Das heißt, das Q3 ist dann, wenn wir es jetzt hochrechnen, der 23. Wert, ja, x23 müsste, also 16, 17, 18, 20, 22, ja, 23. Wert, x23 ist unser Q3. Das heißt, der 23. Wert hat einen Wert von 20. Also kann nicht der 16. Wert schon, wenn in einer geordneten Liste, nicht schon den Wert 30 haben. Das heißt, das ist nicht möglich. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, na gut, na dann, was ist, wenn er 20 ist? Ja, der 16. Wert, wenn der 20 ist, dann muss der 15. Wert aber schon 10 sein und somit ist er nicht mehr 0. Weil nur so kriege ich wieder einen Median von 15 zustande. Ja? Und daher ist es nicht möglich, dass es 15 Tage sind oder 16 Tage sind, an denen es nicht geregnet hat. Es ist maximal möglich. Kann sein, muss nicht sein. Ja? Das wissen wir nicht, können wir aus dem Boxplot auch nicht rauslesen. Aber es kann sein oder es ist definitiv so, dass es maximal 14 Tage sind, ja, an denen es definitiv nicht geregnet hat. Es könnte sein, dass es nur 8 Tage sind, ja, mindestens. Es sind aber definitiv mindestens 8 Tage, an denen es nicht geregnet hat. Aber es ist eben so, dass es maximal 14 Tage sind, an denen es nicht geregnet hat. Und so ergibt sich hier sozusagen dann die richtigen Antworten. Also aufgrund dessen, dass unser Q3 eben den Wert 20 hat, geht es eben nicht, dass ich hier mit 0 und 30 arbeite bei x15 und x16. Und daher ist es eben nicht möglich, dass wir hier 15 Tage keinen Regen haben, sondern es sind dann definitiv nur 14 Tage maximal möglich. Was aber nicht heißt, dass es zwingend so ist. Ja, es könnte auch sein, dass schon unser 10. Wert, weiß ich nicht, 5 Millimeter pro Quadratmeter sind. Ja, es kann durchaus sein. Es ist alles möglich. Ja, es könnte sein, dass unser x15 und x16 jeweils schon den Wert 15 hat zum Beispiel. Ja? Und somit könnten die Werte x9, x10, x11, x12, x13, x14 irgendwelche Zahlen haben, die zwischen 0 und 15 liegen zum Beispiel. Und somit ist es auf jeden Fall theoretisch möglich, dass sozusagen hier nur 8 Tage es nicht geregnet hat, aber das muss es auf jeden Fall mindestens gewesen sein. Es könnte aber sein, dass es bis zu 14 Tage waren, wo es nicht geregnet hat. Das zu dieser Aufgabe. Jetzt haben wir hier noch ein Stängelblattdiagramm in Kombination mit einem Histogramm, das wir hier zeichnen sollen. Und zwar in drei Kategorien. Einmal die Kategorie von 75 bis 85, wobei 85 selbst nicht mehr inkludiert ist. Das heißt, es betrifft nur die 70er alle und dann noch die drei, die unter 75 sind, 85 sind sozusagen. In weiterer Folge dann den Bereich von 85 bis 115. Das sind dann alle hier. Alle hier, das sind die ganzen 90er, die ganzen 100er. Bis 115, ohne 115 selbst. Und dann haben wir noch die Schwergewichte an Panda-Bären. Auch das ein Wunsch natürlich, Panda-Bären. Das sind dann all jene hier. Das sind die schweren Brocken, die wir bei den Panda-Bären haben. Und diese drei Kategorien sozusagen sollen wir hier in ein Histogramm einzeichnen. Dafür zählen wir jetzt einfach die Werte, die wir hier haben. Wir haben 10 Panda-Bären, die zwischen 75 und 85 Kilogramm wiegen, wobei, wie gesagt, 85 selbst nicht mehr inkludiert ist. Wir haben 15, die
hier zwischen 15 und 25 wiegen. Das kann man eben abzählen, die einzelnen Werte. Und nachdem es insgesamt 70 sind und somit 25 schon vergeben sind, sind es 45, die zwischen 85 und 115 Kilogramm wiegen, wobei 115 selbst eben auch nicht mehr mit dabei ist. Das ist insofern wichtig für unser Histogramm, ja, denn wenn ich jetzt hier von 75 bis 85 natürlich etwas zeichnen möchte, dann muss ich natürlich schauen, dass die Breite, die 10 hier ist sozusagen, mal der Höhe insgesamt dann auch den Wert 10 ergibt. Naja, wenn die Breite schon 10 ist, dann muss die Höhe nur noch 1 sein. Und wenn die Höhe 1 ist, 1 mal 10 ist 10. Und daher muss unser Histogramm für den Bereich 75 bis 85 so aussehen. Für den Bereich 85 bis 115, das ist ein Bereich, der insgesamt 30 breit ist, von 85 bis 115, da können wir jetzt natürlich hergehen. 30 mal wie viel ergibt 45? 30 mal 1,5 ergibt 45. Das heißt, unser Histogramm muss hier natürlich dann auch die Höhe 1,5 haben. Das Ganze bis 115. Ihr könnt es natürlich viel schöner machen mit einem Geodreieck oder Lineal. Ich bin einfach nur zu faul gewesen, jetzt das Lineal in die Hand zu nehmen. Und in der letzten Kategorie haben wir 15 Stück. Die Breite ist 10. Das heißt, 10 mal wie viel ergibt 15? Auch hier gilt wieder 1,5, weil 10 mal 1,5 ist 15. Daher ist für unser Histogramm hier der letzte Teil dann noch einmal 1,5 hoch. Das war es mit dem Histogramm dann auch schon wieder. Es ist jetzt nichts Dramatisches. Man muss eigentlich nur so ein Stängelblattdiagramm eben herauslesen, wie viel Panda-Bären fallen in die jeweiligen Kategorien hinein und dann sich überlegen, wie hoch muss das jeweilige Rechteck sein, damit sich das dann fürs Histogramm auch schön ausgeht. Gut, das dazu. Und dann haben wir auch wieder einen Wunsch: Mohnnudeln und Kaiserschmarrn. Da ziehe ich ein bisschen über die Leute her, die keinen Kaiserschmarrn essen. Also, weil Kaiserschmarrn ist einfach Kaiserschmarrn. Ja? Also, da fahrt die Eisenbahn drüber. Mohnnudeln sind auch gut, aber Kaiserschmarrn ist einfach Kaiserschmarrn. Ja? Auf jeden Fall wissen wir bei einer Umfrage: 45% der Befragten gaben an, Mohnnudeln ohne Apfelmus zu essen, 30% sagten, dass sie Mohnnudeln mit Apfelmus verspeisen, der Rest mag keine Mohnnudeln. Auch die haben schon ein bisschen ihre Probleme, aber lasse ich vielleicht noch durchgehen, wenn es sein muss. In einer zweiten Frage, Umfrage sozusagen, beziehungsweise in der zweiten Frage dieser Umfrage, ergaben sich 50%, die einen Kaiserschmarrn ohne Rosinen essen, da gehöre ich dazu. 40% meinten, sie essen ihn mit Rosinen, das ist eine Glaubensfrage dann auch zum Teil. Und eben 10%, die hier keinen Kaiserschmarrn mögen. Und die Frage ist jetzt, wir sollen jetzt ein Ereignis beschreiben im Sachzusammenhang, dessen Wahrscheinlichkeit hier so ausgerechnet wird. Wofür stehen die 0,25? Die 0,25 sind diejenigen, die keine Mohnnudeln, Nudeln, 0,1, die mögen eben keinen Kaiserschmarrn. Ja? Das heißt, wenn ich 0,25 mal 0,1 rechne, dann habe ich eben all jene, die sowohl Mohnnudeln nicht mögen, als auch Kaiserschmarrn nicht mögen. Dann müsst ihr da vielleicht in der Angabe noch dazu schreiben, dass das irgendwie unabhängig voneinander ist oder dass es immer dieselben Personen dann auch betrifft natürlich. Aber 0,25 mal 0,1 beschreibt einmal die Wahrscheinlichkeit oder das Ereignis, dass man weder Mohnnudeln noch Kaiserschmarrn mag. Ja? Und wenn ich das von 100% abziehe, dann habe ich natürlich das Ereignis, dass mindestens eine dieser beiden Mehlspeisen, also entweder Mohnnudeln oder Kaiserschmarrn oder auch beides, hier in dem Fall gegessen werden. Egal ob mit Apfelmus, ohne Apfelmus, mit Rosinen, ohne Rosinen, das ist alles nur Verwirrung eigentlich, ja. Ich habe auf jeden Fall, wenn ich jetzt das Ereignis, dass beides nicht gemocht wird, ausschließe, habe ich all jene Personen, die zumindest eine dieser beiden Mehlspeisen mögen oder eben gegebenenfalls auch beide natürlich. So, weg von den Kalorien hin zu den anderen Sachen. Hannah Montana, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, um was es geht eigentlich in dieser Folge oder Serie. Aber auch das war ein Wunsch, dass es eine Aufgabe dazu gibt. Und ich habe dann nur versucht, ein bisschen nachzulesen, was da eigentlich tatsächlich passiert.
Auf jeden Fall gibt es scheinbar eine Folge in der Staffel 4, in der dann erst enthüllt wird, dass die Hauptdarstellerin eben gleichzeitig ein Riesen-Popstar ist oder so irgendwas in der Richtung. Und bis zu dieser Folge, das steht dann auch irgendwo in den Trivias und so drinnen, gibt es scheinbar 16 Personen, die wissen, wer sie ist, ja, die ihr Geheimnis sozusagen kennen. Und der Rest weiß es nicht. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier eine Veranstaltung, bei der sich insgesamt 60 Personen befinden. Die 16 Personen, die wissen, was sie ist, dass sie eben der Popstar ist, und 44 weitere Personen, die keine Ahnung haben. Und von diesen 16 Personen wählen wir jetzt drei aus. Wir wissen selbst jetzt auch nicht, welche diese 16 Personen sind natürlich. Wir wählen einfach drei Personen aus und wollen uns die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass mindestens eine dieser drei Personen vom Doppelleben Bescheid weiß. Das heißt, wenn ich jetzt mindestens eine Person haben möchte, werde ich das im Idealfall so ausrechnen, indem ich von 100% die Wahrscheinlichkeit abziehe, dass kein einziger dieser drei Personen über sie Bescheid weiß, sozusagen. Und wenn ich sage kein einziger, dann mache ich das natürlich, indem ich hier 1 minus rechne von 100%, die Wahrscheinlichkeit abziehen, 44 Sechzigstel mal 43 59. Und das Ganze dann nochmal 42 58. Also quasi dreimal jeweils, also drei Personen, die jeweils nicht Bescheid wissen über das Geheimnis. Wenn ich dieses Ereignis von 100% abziehe, habe ich zumindest eine Person, es könnten auch zwei oder drei sein, aber ich habe zumindest eine Person dabei, die über das Geheimnis Bescheid weiß. Das kann man sich natürlich ausrechnen. Also ihr seht, es war jetzt auch nicht sehr technologielastig, die Probematura. Das bisschen, was wir gerechnet haben, das kriegen wir im Prinzip auch so hin. 1 minus 44 durch 60 mal 43 durch 59 mal 42 durch 58. Das sind dann hier in dem Fall eben 61,3%. Das heißt, hier können wir dann hinschreiben, ist gleich 0,613. Ich würde bei Prozentsatz, also gerade wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, sofern das jetzt nicht eine extrem kleine ist mit 0,000 irgendwas, würde ich drei Kommastellen hinschreiben, dezimal, dann habe ich in Prozent geschrieben 61,3%. Also eine Kommastelle noch bei einem Prozent ist ein schönes Ding sozusagen, das man dann hier hat. So, zwei Aufgaben haben wir noch. Aufgabe 8. 23, Entschuldigung. Torwand schießen. So, das ist jetzt da eine Geschichte über den Erwartungswert wieder, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir hier haben. Am besten, man schaut sich das Ganze tabellarisch an. Ja. Wir haben hier eben die Möglichkeit, dass keiner von den dreien auf die Torwand, also alle drei schießen auf die Torwand, so ist es nicht, aber keiner trifft. Ja. Also entweder es trifft keiner, es trifft einer, es treffen zwei oder es treffen alle drei sozusagen. Das sind einmal die vier Ereignisse, die eintreten können. Wenn keiner dieser vier, drei Personen trifft, dann kriegen wir gerade mal 1000 Euro für unsere Spendenaktion. Wenn genau einer von den dreien trifft, kriegen wir 5000 Euro. Wenn zwei von den dreien treffen, kriegen wir 10.000 Euro. Und wenn alle drei treffen, gibt es sogar 20.000 Euro von dem Sender, der das Ganze überträgt. Das sind somit unsere Werte, die die Zufallsvariable annehmen kann, nämlich 1000, 5000, 10.000 und 20.000. Von diesen Werten müssen wir uns den Erwartungswert ausrechnen, weil wir brauchen eben den Erwartungswert der Spendenbeträge. Und dann brauchen wir die dazugehörige Wahrscheinlichkeit. Und die ergibt sich hier halt nicht ganz so simpel, ja? Denn wir müssen uns jetzt hier jeweils überlegen, wie das zustande kommt, dass nur einer trifft oder nur zwei treffen und so weiter. Das heißt, wenn alle drei nicht treffen, wir haben Trefferwahrscheinlichkeiten 60, 70 und 80%. Alle drei nicht treffen würde bedeuten 0,4 mal 0,3 mal 0,2. Ja? Weil wenn der Franz eine Wahrscheinlichkeit von 60% hat zu treffen, dann hat er eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass er nicht trifft. Wenn der Paul jetzt eine 70%ige Wahrscheinlichkeit hat zu treffen, dann hat er eine 30%ige Wahrscheinlichkeit nicht zu treffen und so weiter. Ja? Wenn jetzt aber genau einer treffen soll, dann wird schon ein bisschen komplexer. Entweder der erste trifft, 0,6, dann müssen aber die anderen beiden nicht treffen, also mal 0,3 mal 0,2. Oder der erste trifft nicht, aber der zweite trifft,
und der dritte trifft dann wieder nicht. Oder der erste trifft nicht, der zweite trifft auch nicht, aber der dritte trifft. Das sind alles Optionen, die wir haben natürlich, ja, und die muss man natürlich hier auch mit berücksichtigen. Das Blöde ist, man kann hier auch nicht einfach sagen, okay, dann rechne ich mal drei oder so, weil das jeweils unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten sind. Wenn genau zwei treffen sollen, heißt entweder der erste trifft und der zweite trifft und der dritte trifft nicht. Oder, ist dann natürlich wieder Plus, erster trifft, der zweite trifft nicht der dritte trifft. Oder erster trifft nicht. Der zweite trifft und der dritte trifft. Ja? Auch hier haben wir wieder mehrere Möglichkeiten, wie sich das ausgeht, dass genau zwei von den dreien treffen. Alle drei treffen ist dann wieder recht einfach, also 0,6 mal 0,7 mal 0,8. So. Das muss man jetzt natürlich hernehmen und entsprechend sich den Erwartungswert ausrechnen. Das kann man, wenn man möchte, auch mit Statistik sozusagen kombinieren, dass man das Ganze in eine Tabelle eingibt. Das funktioniert auch bei den Taschenrechnern, einfach so wie wenn ihr euch ein arithmetisches Mittel ausrechnen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Das heißt, wir haben hier die Werte 1000, 5000, 10.000 und 20.000. Und dann kann ich hier eben die Rechnung einfach eingeben, 0,4 mal 0,3 mal 0,2, das ist dann eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Ich mache das jetzt hier mal richtig schön breit, damit wir da auch was sehen. Dann haben wir hier 0,6 mal 0,3 mal 0,2 plus 0,4 mal 0,7 mal 0,2 plus 0,4 mal 0,3 mal 0,8. Das ist das. Und dann im Prinzip, ich lasse das jetzt eigentlich aus. Weil 0,6 mal 0,7 mal 0,8 kann ich jetzt in die dritte eintragen. Dann brauche ich hier eigentlich nur noch den Rest auf 100% sozusagen hier verwirklichen. Das geht dann hoffentlich schneller, indem ich jetzt einfach sage 1 minus 0,024 minus 0,188 minus 0,336. Dann habe ich hier ebenfalls die Wahrscheinlichkeit drinnen. Ja, also das ist eine Option, wie man das Ganze befüllt, dann spart man sich einmal die ganze Wurst. Man kann aber, wenn man will, natürlich das auch nochmal überprüfen und schauen, ob man tatsächlich richtig liegt. Auf jeden Fall, wenn wir das jetzt da markieren, Analyse einer Variablen. Für die GeoGebra 5 Leute müsst ihr dann halt die zweite Spalte nochmal extra reinholen für die Häufigkeiten. Oder ihr rechnet euch dann den Erwartungswert halt gleich direkt aus mit der Formel 1000 mal. Was haben wir da für Werte gehabt? 0,024 plus 5000 mal 0,188 plus 10.000 mal 0,452 plus 20.000 mal 0,336. Das kann man natürlich auch machen. Oder man schaut hier dann, wie groß der Mittelwert ist. Der ist hier in dem Fall 12.204. Das heißt, man kann hierher gehen und sagen, Erwartungswert ist 12.204. Das heißt, man kann davon ausgehen und man kann erwarten, dass 12.204 Euro gespendet werden bei dieser Aktion. So, auch Fußball war im Übrigen Wunschthema, habe ich somit auch erfüllt. Und die letzte Aufgabe ist wieder eine Herzensaufgabe meinerseits. Da habe ich mich auch sehr gefreut, die Idee dazu zu haben. Und zwar, wie gesagt, die Aufgabe ist nicht ohne. Ich habe es jetzt auch für die BHS-Leute zum Beispiel angekreuzt. Es wird so in der, also eine so theoretische Aufgabe wird bei der BHS vermutlich nie kommen. Ja? Muss man auch dazu sagen. Aber es ist durchaus eine interessante Aufgabe. Also so lasst euch zumindest berieseln, wie man diese Aufgabe lösen würde. Wir haben hier jetzt zwei Zufallsvariablen. Einmal die Zufallsvariable x, einmal die Zufallsvariable y. Wir wissen, dass beide eine Stichprobe haben, N1 und N2, ja, wobei Stichproben jeweils mindestens zwei sind. Ist auch logisch, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt nur einmal ziehe. Also wir haben Stichprobe von mindestens zwei und wir haben jeweils eine Erfolgswahrscheinlichkeit P1 und P2.
die liegen jeweils zwischen 0 und 100%, was auch logisch ist. Ja, das muss einfach nur der Vollständigkeit halber definiert werden, damit man halt weiß, worum es geht. Jetzt kommt es ganz wichtig, und zwar, wenn ich mir bei der Zufallsvariable x die Wahrscheinlichkeit für höchstens 1 ausrechne, dann kommt ein kleinerer Wert raus, als wenn ich mir die Wahrscheinlichkeit für die Zufallsvariable y ausrechne, dass dort höchstens 1 sozusagen eintritt. Und das ist insofern wichtig, ja? Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass bei beiden Zufallsvariablen dieselbe Stichprobe verwendet wird, also sich bei beiden werden genau 10 Ziehungen durchgeführt und ich dann trotzdem die Information habe, dass die Wahrscheinlichkeit für höchstens 1 bei x kleiner ist als beim y, was bedeutet denn das dann für die Wahrscheinlichkeit p? Und das bedeutet für uns, ja, wenn die Wahrscheinlichkeit für höchstens 1 beim y größer ist als beim x, dann muss das p beim y kleiner sein. Ja? Das heißt, unser p2 muss kleiner sein als das p1. Warum? Wenn ich jetzt da, brauchen wir den richtigen Stift, wenn ich jetzt nämlich hier hergehe und zwei Stichproben hernehme, ich kann euch das einmal mit Hilfe von GeoGebra auch nochmal ein bisschen schöner darstellen. So, das tun wir mal weglöschen hier. Braucht ja niemand mehr. Tabelle kommt weg, dafür holen wir uns den Wahrscheinlichkeitsrechner dazu. So, dann kann ich es euch nämlich schön auch grafisch darstellen. Wenn wir hier das jetzt binomial verteilt betrachten, angenommen, wir haben jetzt da hier, sagen wir eine Stichprobe von 10, damit das nicht zu groß ist auch, ist es im Prinzip aber wurscht. Ja? Und wir haben hier jetzt einmal ein P für mit 0,5 und wir rechnen uns höchstens 1 aus. Ja, dann haben wir eine relativ kleine Wahrscheinlichkeit. Ja? Wenn ich jetzt hingegen aber, also bei P 0,5 ist ja eine binomial verteilte Zufallsvariable immer symmetrisch aufgebaut. Wenn ich jetzt hingegen jetzt zum Beispiel nur 0,3 nehme, habe ich plötzlich eine größere Wahrscheinlichkeit. Warum? Weil die ganze Verteilung sozusagen unserer Wahrscheinlichkeiten mehr nach links rutscht. Das heißt, die Säulen, die ich jetzt ganz am Anfang habe, kriegen eine größere Höhe und entsprechend habe ich dort eine größere Wahrscheinlichkeit. Das ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf 0,1 gehen würde, wird es noch ärger. Habe ich plötzlich schon eine Wahrscheinlichkeit von 73,6%. Das heißt, das P muss auf jeden Fall kleiner sein, Entschuldigung, weil je kleiner das P ist, umso linksseitiger ist sozusagen unsere Binomialverteilung. Wenn ich hingegen ein sehr großes P verwende, dann ist unsere Verteilung sehr rechtsseitig aufgebaut. Ja? Das heißt, wir wissen, unser P2 muss kleiner sein als das P1, weil die Wahrscheinlichkeit für höchstens 1 beim Y größer ist als beim X. Ja? Eben unter der Voraussetzung, dass beide dieselbe Stichprobe haben. Und jetzt bei der zweiten Lücke geht es dann genau umgekehrt, nämlich unter der Voraussetzung, dass beide dasselbe P verwenden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, wir haben jetzt hier unser P mit 0,2 meinetwegen, ja? Wie schaut es mit den Stichproben aus? Was muss die Stichprobe wieder hergeben, sodass die Wahrscheinlichkeit beim Y sozusagen größer ist als beim X? Wenn ich jetzt eine Stichprobe von 10 habe, ja, habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 37,5. Wenn ich jetzt aber eine viel größere Stichprobe nehmen würde, nämlich 100 zum Beispiel, habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 0. Ja? Das heißt, je größer das n ist, umso mehr rutscht die Kurve natürlich weg von der 0. Ja? Das muss man auch bedenken, weil es ist ja immer irgendwie rund um den Erwartungswert, die Wahrscheinlichkeiten. Ja? Und wenn ich jetzt eine Stichprobe mit 100 habe, ist mein Erwartungswert 20. Wenn ich eine Stichprobe von 10 habe, ist mein Erwartungswert 2. Das heißt, da tummeln sich meine Wahrscheinlichkeiten näher beim Nuller, als wenn ich jetzt da hier hergehe und eine große Stichprobe nehme. Das heißt, wir wissen jetzt hier in dem Fall, dass die Stichprobe, je kleiner meine Stichprobe ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen hier für höchstens 1 dann gilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 5 also nur 5 nehmen würde zum Beispiel, habe ich eine noch größere Wahrscheinlichkeit für höchstens 1. Das heißt aber auch, wir wissen auf jeden Fall für die Zufallsvariable y, nachdem dort die Wahrscheinlichkeit größer ist und wir von demselben p ausgehen, dass die Verteilung y hier dann die entsprechend kleinere
Stichprobe haben muss, sodass dort dann eben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit existiert. Das heißt, N1 ist hier in dem Fall größer als N2 natürlich dann auch. Das war's zu dieser Probematura. Hat recht lang gedauert, muss ich sagen, das Durchrechnen. Waren noch ein paar richtig knifflige Beispiele dabei, gebe ich zu. Deshalb aber auch noch einmal der Hinweis, es ist definitiv vom Niveau her höher oder mehr, ja, oder die Anzahl der schwierigen Aufgaben, machen wir es einmal so, ist in dieser Probematura deutlich höher, als jetzt es bei einer normalen Matura sein wird. Ja. Dürft ihr nicht vergessen. Deshalb jetzt auch nicht frustriert sein, wenn man bei dieser Probematura nicht allzu viele Punkte vielleicht gemacht hat. Es ist alles okay. Ja. Es stecken hier wirklich sehr viele Aufgaben dabei, die so noch nie gestellt worden sind. Ja, allein die Aufgabe jetzt. Und daher, da steckt ganz viel Hirnschmalz dann auch dahinter, die man dann vielleicht noch anwenden muss, die sie aber auch erst in den nächsten Tagen vielleicht noch so richtig zusammenwürfelt, ja, und das Ganze noch mehr vertieft die Themen. Also so gesehen, es ist kein Drama. Nutzt einfach diese Probematura als zusätzliches Übungsmaterial, als eine Möglichkeit, ein paar neuwertige Aufgaben zu finden, zu sehen, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Und dann ist alles gut. Das war's auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns in einem anderen Video wieder.